Versprochen freue ich mich ganz besonders, heute mal wieder den Werner Altnickel zu Gast zu haben. Wir müssen ein bisschen entschuldigen, weil der Werner und ich nur via Skype korrespondieren können. Das heißt, das ein oder andere Audiosignal, wenn das vielleicht jetzt nicht so optimal rüberkommen sollte, dies zu entschuldigen. Ich schneide das mit und es wird dann in der Postproduktion noch eine schön dann aufgetunte und amtliche Version erscheinen. Aber jetzt begrüße ich mal den Werner in Oldenburg. Servus, mein Lieber. Ja, hallo. Ja, wir haben ja als Thema heute Geopolitik und militärische Nachrichten. Und das ist ja auch eines deiner Steckenpferde. Du machst ja regelmäßig deine militärischen Nachrichten. Ich nehme das ja auch so ein bisschen wahr, aktuell ja auch vor allem dieser Konflikt, der sich in der Ukraine anbahnt. Wie siehst denn du das Ganze? Ist das für dich jetzt ein reines Säbelrassel und Scharmützel oder steckt da doch mehr dahinter? Ja, das ist natürlich in dem Stadium jetzt immer schwer einzuschätzen. Ich meine, natürlich ist das eine Menge Säbelrasseln sowieso, das ist ja klar. Aber die Frage ist natürlich, was die Jungs, abgesprochen haben oder beziehungsweise letztendlich planen. Ich meine, dieses ganze Gedrohe dient natürlich dazu, den anderen einzuschüchtern und in der Oberfläche, sage ich mal, zu irgendwas zu nötigen, was der anderen Seite dann halt Profit verspricht. Ich meine, die Frage, die große, die dahinter steht, ist natürlich, inwieweit uns alle verarschen, ja, was auch durchaus sein kann. Gut, das kann man vielleicht nachher nochmal ansprechen, überhaupt mit den Strategien. Weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Also die Helden, die uns hier retten werden von politischer Seite, egal ob das jetzt irgendwelche Präsidenten sind, ja, oder irgendwelche Gurus, ja, oder gar Außerirdische, da glaube ich nicht dran, ja. Weil auch im Zweiten Weltkrieg wurde ja, deswegen wollte ich das Thema mit einbauen, ja, gewaltige Sachen abgesprochen, die hier auch durch die, ich sag mal, Propaganda der Amis, die ja bis 1999 hier noch das Presserecht unter sich haben, und das ist nicht von mir die Auskunft, sondern von Egon Bahr, ja, ja, dass er sein Buch geschrieben hat. Ja. Ja. Und deswegen werden bestimmte Sachen ja als Tabuthemen behandelt und das merken wir auch. Also wenn man diese Themen anratscht, auch jetzt hier in alternativen Medien, bekommt man sofort Ärger. Ja. Das habe ich ja erlebt. Weil ich einer der wenigen war, der also da gleich sehr, sehr früh drauf rumgetreten hat und das dann auch noch als Grüner. Ich war ja 33 Jahre bei den seltsamen Grünen, die zwar einfach noch grün waren, aber in den letzten Jahren sicher total das Gegenteil verkehrt haben, wenn man sieht. Ja, das mit den Grünen, da haben wir eh schon oft genug drüber gesprochen. Ich meine, es ist ja nur noch schauderhaft. Bei euch wird es ja jetzt wahrscheinlich diese Baerbock werden. Ne? Also wie in Österreich, Schwarz-Grün zeichnet sich jetzt auch in der Bundesrepublik ab. Ne? Ja, sie wird natürlich hochgepusht, aber eins ist ja klar, ich meine, sie ist von vornherein von bestimmten Kreisen genau dafür getunt worden. Sie haben aber ein bisschen schlecht getunt anscheinend, weil die Sprüche, die von sich gibt, das ist ja also oberblöde, ne? Muss man einfach so sagen. Und nicht nur linkisch, sondern einfach blöde. Und sie hat sich auch vor Jahren schon mit Soros also ablichten lassen und hat sich dann aufklären lassen, was denn für Ziele toll wären. Und das hat sie dann ja auch nachgeplappert. Und ich meine, sie ist ja auch gelistet hier beim World Economic Forum. Nicht? Von daher ist ja der Fall klar. Nicht? Sie ist also bestimmt für eine bestimmte Rolle und die wird sie auch erfüllen. Nicht? Ich glaube nicht, dass da vom eigenen Geist sehr viel mitspielen wird, sondern das wird ihr dann eingeflüstert, was da als nächstes zu tun ist. Wie beurteilst du jetzt auch die Rolle der Bundesrepublik? Wir haben ja uns heute vorgenommen, nicht über Corona zu sprechen. Ja? Also wir werden, das ist ein leidiges Thema, weil es uns alle nur noch am Keks geht und eigentlich auch wehtut und belastet. Also über das werden wir heute nicht sprechen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch diesen Aspekt möchte ich doch kurz einbringen, ein Angriff auf die Menschlichkeit als Gesamtes. Ne? Ja, sicher. Das ist ja noch nie in der Form passiert, aber es zeigt ja, also mir zumindest, dass da sie ja fast alle Führer der Welt unter einem Fittich haben, ja, also durch Erpressung, durch Bestechung, weiß der Himmel durch was alles, ja. Also im Grunde haben wir eine neue Weltordnungsregierung schon, ja. Die wird jetzt bloß peu à peu langsam aufgedeckt. Das ganze Ding ist ja schon seit 2009 am Laufen, wenn man es genau nimmt, nicht? Und sie haben da natürlich noch so ein paar Staaten noch ein bisschen mehr einnorden müssen, haben sich auch versprochen, dass sie bestimmte noch zwischendurch platt machen, siehe Syrien und so weiter, nicht, die da nicht so ganz wollen. Israel selber will sich ja auch nicht als Nationalstaat aufopfern, obwohl ja Kissinger, dem man ja insofern schon glauben muss, leider, weil der redet kein Blech, ne? Schön wär's, hat ja sogar gesagt, dass Israel im Jahr 2030 nicht mehr bestehen wird.
Da habe ich mich vor Jahren gewundert über diesen Spruch, aber das sieht man ja, Agenda 2030, ne, da wird sich alles Mögliche umstülpen bis dahin. Und dann wird halt nach deren Planung zumindest, ob das nun eintritt, das werden wir sehen. Das liegt ja auch sehr viel noch an den Völkern selber, was sie sich da alles gefallen lassen, auf schleichendem Wege, so passieren. Und Israel tönt ja auch schon, also vor noch vielen Jahren davor, weil ich denke, die kannten die Pläne ja auch schon sehr früh, die sind ja noch nicht um den Kopf gefallen mit ihren Geheimdiensten, den vielen, die sie haben. Und haben ja auch das Sagen in den USA schon lange, und bei uns natürlich auch, zu großen Teilen auf jeden Fall. Ja, sie haben ja gesagt, wenn es noch einmal zu einem Holocaust kommen sollte, ja, dann werden wir die ganze Welt mit uns nehmen. Wir haben die Mittel dazu. Das Dumme ist, die haben sie tatsächlich, weil sie haben ja nicht nur, also ich sag mal, sehr viele von den Präsidenten, die einen Atomknopf haben, zumindest unter starker Beeinflussung, muss ich mal vorsichtig ausdrücken. Ja. Und ja, und bakteriologisch und chemisch und was weiß ich alles, was sie haben, von uns ja auch noch etliche U-Boote, die man auch noch schlecht orten kann, wo sie gleich größere Rohre haben einbauen lassen für also Cruise-Missile, die auch atomar bestückt werden können. Also bitte, es sind da schon so ein paar Möglichkeiten da. Nicht? Und es ist ja also vor langer Zeit, ich weiß nicht, ob das Publikum das kennt, also Dr. Peter Beter, der damals also eingesetzt wurde von Kennedy für die US-Außenhandelsbank, hat ja damals auch schon ein paar Takte erzählt, nicht? Was da alles läuft. Gehe ich nicht näher darauf ein, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es sind ja namhafte Leute, die da was dazu gesagt haben, was da so, also vor Jahrzehnten eigentlich schon gelaufen ist. Ja, interessant ist ja auch eben, dass diese Deagle-Liste, das habe ich unlängst auch mit Peter Denk besprochen, die meisten unserer Zuschauer kennen diese Liste, die ist ja auch von CIA, aber auch angeblich von chinesischer Seite finanziert, aber definitiv der amerikanische Geheimdienst, der steht auch ganz offiziell unten, als so eine Art Teilimpressum. Und diese Liste mit der Bevölkerungsreduktion, die ist seit Februar weg. Ja. Ja, interessant. Wie bewertest du das? Ja, ich denke, diese Listen waren ja eh nicht fürs breite Publikum gedacht, ne? Aber so langsam sind sie übers Internet dann immer höher geschlichen und ich denke schon, dass dann immer mehr Leute zumindest mal eben gucken wollen, ja gut, und wenn es dann einen bestimmten Umfang annimmt, dann muss das Zeug eben weg. Also die Eliten, sag ich mal, die können ja gut damit leben, wenn 5% der Bevölkerung in etwa Bescheid wissen. Die können sie also quasi verdammen oder was weiß ich und unglaubwürdig versuchen zu machen und. Aber ab einer gewissen Quote wird es dann schon auch ein bisschen brisant für die gewissen Leute, die hier die Weltpolitik beherrschen, nicht? Die wir gar nicht personell kennen, also jedenfalls die meisten nicht, ja, die dahinter stecken. Und ich denke, das ist dann irgendwo nur logisch, dass sie es wegputzen, wenn immer mehr Leute dann doch darauf kommen und dann skeptisch werden können. Ja, deine militärischen Nachrichten sind ja auch ein ja immer höchst interessant, sehr, sehr spannend. Du hast ja auch mit der leidigen YouTube-Zensur und Klickzahlen, die jenseits, über das wollen wir uns gar nicht unterhalten, ja, aber das, was ich habe, das erlebt noch der Werner, nur halt eine Nummer größer, aber es ist einfach so schlecht. Diese Zensur macht mir aber dann doch zu schaffen, weil ich sehe jetzt gerade schon so eine Art, das ist meine Wahrnehmung halt in Österreich, aber das wird bei euch in Deutschland nicht anders sein, dass doch immer mehr Menschen jetzt auch aufwachen. Die meisten halt wahrscheinlich dem geschuldet, dass sie jetzt keinen Job mehr haben oder halt in Kurzarbeit geschickt wurden und Existenzprobleme haben. Dann diese ganze, gut, über das Impfen wollen wir heute nicht reden und diesen ganzen Schwachsinn, aber jetzt doch mehr Menschen erwacht sind und auch dieses alternative Lager, die alternative Szene, die ja doch immer wieder ja doch zersplittet und in so Kleinkriegen verbandelt war. Ich meine, ganz grün muss man und wird man sich nie mit jedem sein, aber ich spüre schon, dass die Patrioten mittlerweile jetzt schon geschlossener agieren. Man es hat auch mehr Versöhnung stattgefunden und man ist halt schon bereiter, zusammen zu agieren, um auch die Menschen aufzufangen, die da jetzt irgendwie total hilflos sind. Ja, und, ja, klar. Ja, also jetzt nicht zu viel Vorrede, weil wir müssen immer aufs Thema kommen. Ja. Natürlich, ein Satz dazu ist ja klar, je enger es wird und je mehr die Leute direkt betroffen sind durch Arbeitsplatzverluste oder zumindest Angst davor und die ganzen Restriktionen über Corona, brauchen wir nicht drüber reden, das geht ja jedem auf den Geist.
sind sie schon gewillt, also mal bestimmte Dinge eher aufzunehmen, als in der totalen Bequemlichkeit. Und das ist der positive Effekt dieser ganzen Chance. Ne? Aber gut, da will ich jetzt nicht zu lange drauf eingehen, weil das ist ja schon viel gesagt worden dazu. Ja. Also ich denke schon, dass ich dann auch so einen geschichtlichen Ausflug mal machen will, der auch vieles vielleicht erklärt. Ne? Ich meine, alles kriegen wir da heute eh nicht hin. Aber die meisten Leute haben ja gar keine Ahnung, wie in Farm, ich sag mal, Amerika immer schön, also die Seemächte, sage ich mal, agiert haben. Ich meine, da gehören natürlich auch die ehemaligen Seemächte, die heute ja ziemlich zusammengeschrumpft sind, ob das jetzt Portugal ist oder Spanien oder auch Frankreich mit ihren Kolonien dazu. Da hat ja Deutschland überhaupt noch ganz am Rande mitgespielt. Nicht? Und das auch noch so, dass wir da am wenigsten Leute umgebracht haben oder drangsaliert haben. Ja? Und das hört man ja auch hier von Entwicklungshelfern und so. Ich habe da auch Kontakte, dass die gar nicht so schlecht erbaut sind über die Deutschen, was da passiert ist. Und da ist ja teilweise auch Aufbauarbeit geleistet worden, Infrastruktur und Medizin und sonst was. Gut, das wollen wir jetzt gar nicht lange behandeln. Ich sag mal so, das ist ja nun bekannt geworden, dass die Amerikaner hauptsächlich Krieg führen durch Bombardierung. Ja? Ich meine, offene Kämpfe scheuen sie. Ja? Man versucht also möglichst auch immer die Bevölkerung zusammenzubomben, um dann den Staat also quasi so platt zu machen, dass er sich freiwillig ergibt. Und das ist ja nun in der Vergangenheit, also auch in der näheren Vergangenheit, oft genug passiert. Sei es Jugoslawien, ja, die überhaupt nichts getan haben. Ne? Das war ja alles eine Story mit den Ermordungen und so weiter, hat sich ja nachher aufgeklärt. Wer das noch nicht kennt, der kann den kann man auf YouTube finden, also diesen Film mal aufsuchen von der ARD. Der war also sehr, sehr gut recherchiert. Ne? So was erlebt man ja heute kaum noch. Am Anfang war die Lüge, heißt das Ding, ja? Wo also Schröder dann gleich anfing, dies ist kein Krieg und so. Also da könnt ihr mal reingucken. Dann seht ihr schon einiges, wie quasi die CIA, sie war nicht mit Truppen da, aber die CIA letztendlich dann Krieg gegen die Europäer schon geführt hat, indem sie also dann die UCK nachts also beliefert hat, sogar mit Stinger-Raketen und sowas, die dann den europäischen Soldaten um die Ohren fliegen. Nicht? Also das sind ja diese infamen Dinge. Und um jetzt mal ganz weit zurückzugehen, ich habe also ein Filmchen draufgestellt neulich, der war ganz, ganz kurz, war der dann auch bei mir auf dem YouTube-Kanal, innerhalb von ein paar Stunden war der weg, ja, weil dieses Thema gefällt den Brüdern nicht und das Ding, das heißt also hier Vernichtungskrieg gegen Deutschland, will ich jetzt auch gar nicht so viel drauf eingehen, könnt ihr euch angucken, auf Telegram habe ich es hochgeladen, ist jetzt glaube ich, weiß nicht, bei 6.000, 7.000 irgendwie Klicks da angekommen und ja, und bei den militärischen und Wirtschaftsnachrichten ist es eben so, also zwei, dreimal haben sie mir die auch schon weggeputzt. Ja. Kann ich gar nicht mehr wagen, hochzuladen, weil ich bin jetzt mit dem dritten Kanal am Gange. Zwei haben die ja schon komplett geschlossen. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf rumjammern. Das ist halt so. Ne? So, und also wie fing denn überhaupt das Ganze an? Ich meine, im Grunde, ich habe vor Jahren ja schon gesagt, und da habe ich mir natürlich eine Hasskappe zugezogen, auch bei den Grünen, habe ich gesagt, es geht um die Vernichtung der weißen Rasse. Das ist natürlich eine Aussage, ja? Wo manche vor Jahren noch mit dem Kopf geschüttelt haben. Ich habe das vor 15 Jahren schon gesagt. Ja? Und das kristallisiert sich aber jetzt immer mehr heraus. Und diese Kriegsmittel, ich sag mal, jetzt in der Gegenwart, die sehen ja ganz anders aus, als die in der Vergangenheit. Aber auf die Vergangenheit gehe ich gleich nochmal ein. Man ist sich ja schon, also nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr früh darüber im Klaren geworden. Und das haben die dann auch so gesagt. Also ich glaube, im Bericht von Iron Mountain steht das auch drin. Ihr könnt aber so ein Buch bei uns kriegen, also so ein Chemtrail-Buch. Da ist hinten eine Kurzabhandlung drin von Iron Mountain, wo sie gesagt haben, also die nächsten großen Kriege werden Silent Wars sein. Also ne, stille Kriege. Und das erleben wir jetzt ja. Also wer jetzt noch denkt, das ist Zufall, was hier alles läuft. Also jetzt mal extrem angefangen seit 2015 mit der Masseneinwanderung. Das ist Krieg durch Einwanderung. Ne? Krieg durch Vermischung und so weiter. Und es wurde halt vorbereitet durch Multikulti-Gesellschaft und alles ganz toll. Und wir brauchen ja Facharbeiter. Ja, ich meine, ich sehe jetzt hier in der Siedlung eine nach der anderen. Häuser in der Siedlung werden also übernommen von diesen Leuten. Sind den ganzen Tag zu Hause geblieben, Facharbeiter. Also der Bedarf scheint nicht da sein, zu sein. Oder die Qualifikation reicht nicht aus. Ist ja auch logisch. Wir haben ja so schon vom eigenen Volk genug Leute, die also nicht qualifiziert genug sind, um hochtechnisierte Sachen da bearbeiten zu können. Dazu, und, wenn ich einhaken darf, Werner, ja. Ist ja noch, kommt dazu, dass die ganze der Hochtechnologiestandort Deutschland ja ausverkauft ist und in den Osten. Ja, noch nicht. Es ist noch nicht ausverkauft, aber es wird natürlich massiv betrieben, klar. Ja. Ich meine, es werden, das ist ja klar, dass die Amerikaner und Briten und hauptsächlich die Amerikaner natürlich uns sowieso eine Menge an Patenten geklaut haben. Ja. Wenn wir Zeit haben, können wir da auch noch ein bisschen drauf eingehen. Aber ich habe hier ein Buch, ich habe mir schon mal was bereitgelegt. Also wenn das interessiert
Unternehmen Patentraub, ja, kann ich jetzt nicht in der Breite drauf eingehen, aber das ist sehr, sehr spannend, dass sie Tonnen über Tonnen von unseren Patenten eingesackt haben und nahezu alles, egal ob das jetzt Raketentechnik ist, Flugzeugtechnik, Turbinen, Chemie, sonst was, will ich gar nicht alles aufzählen, einfach geklaut ist und uns dann verkauft wurde als das hochtechnisierte Amerika, was jetzt allen voransteht. Die haben selber gesagt, ne, aber jetzt nur ganz kurz eben das Ganze, dass wir mindestens 20, 25 Jahre technologisch voraus waren. Wir haben den ersten Fernseher erfunden und, ja. Also, wie gesagt, will ich gar nicht aufzählen. Also, dieses Buch ist im Grabert Verlag erschienen. Ich weiß nicht, ob man das noch bekommt. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob ihr das archivarisch bekommt. Ne? Ich kann ja das ja sonst nochmal abfotografieren oder die ISBN. Du kannst das ja immer drunter schreiben oder die Hauptausgabe, die du da noch machst. Ne? Ja. Klar, also jetzt nochmal in der Zukunft zu bleiben oder in der Gegenwart, ist ja klar. Und das, was kommt, können sich die Leute halt überhaupt noch nicht vorstellen. Also ich bin ja vom Beruf Fernsehtechnikermeister und kenne mich da ganz gut aus, auch in der Technik. Und ich kriege auch wöchentlich hier die neuesten Sachen von der Entwicklung, die also meistens 2 Jahre später dann erst irgendwie erscheinen für normale Leute. Und was da kommt, also es wird uns mindestens 40% Arbeitskräfte kosten, ja, durch KI und diese ganzen hochtechnisierten Sachen. Die ganzen Schreiberjobs werden wegfallen. Nicht? Heute ist es ja so, das wisst ihr ja, man braucht im Grunde nur den Text reinquatschen und da gibt es Geräte schon, die drucken das dann aus. Also da wird eine unheimliche Revolution stattfinden. Und da fragt man uns ja auch gar nicht nach, das wird eben kommen. Und die Wissenden haben ja schon in Büchern vor 20, 30 Jahren geschrieben, also Brzezinski, Präsidentenberater USA, dass also in der Zukunft in der Technotronic Area, ne, also oder Gesellschaft, die wir jetzt benannt hatten, da gibt es auch ein Buch, was sich so benennt, mit Technotronic, ja, eben nahezu 80% der Arbeitsplätze wegfallen werden. Ne? Und, dann hat er gesagt, ja, was machen wir mit den 20%, nein, die 20% sind ja noch beschäftigt, also was machen wir mit denen, die keine Beschäftigung mehr finden? Ja, die werden wir dann vorerst mit Tittytainment unterhalten, also mit Titten und Entertainment, und das erleben wir ja auch, ja, und so weiter und so fort. Und da sind natürlich eine Menge Sachen noch zur Ablenkung und Ruhigstellung der Leute erfunden worden. Und ein großer Schlag war ja damals, gab es ja nur den Fernseher. Ja gut, dann gab es den PC als Unterhaltungsmedium und viele nutzen es ja auch ausschließlich damit. Und dann gab es eben den kleinen Fernseher. Ne? Ich sag mal, heute ja 3 Stück. Der Big Brother guckt einen an mit einem 1,64 Meter Durchmesser Farbfernseher. Ja? Dann mit dem Laptop und dann eben mit der kleinen Fernsehmaschine quasi eben als iPhone. Und man sieht ja, wie das benutzt wird. Die Leute, die schlafen mit dem Ding, also und so weiter, wollen nichts mehr räumen, wollen uns gar nicht drüber auslassen. Das ist halt die Massenablenkungsmaschine. Und deswegen auch, Leute, sieht zu, dass ihr im Internet euch da nicht vergrabt da drin. Ja? Lest auch mal ein Buch. Ich habe hier eine Menge Sachen auf dem Tisch liegen, die kann ich euch als Tipps mal reinhalten. Weil das ist immerhin, es gibt auch Bücher, wo gelogen wird, so ist es ja nicht. Ne? Aber man kann sich dann schon, wenn man das von verschiedenen Seiten beleuchtet, besser informieren, das ist klar. Weil die Medienmaschine, die jetzt läuft, das muss ja jedem jetzt ganz klar sein, eigentlich, in welche Richtung das geht. Nicht? Bestimmte Parteien werden überhaupt nicht erwähnt, ja, auch nicht eingeladen und so weiter. Und es läuft die Megamaschine einfach und hämmert uns dieselben Nachrichten ins Gehirn. Gut. Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Das deckt sich ja auch mit diesem Thomas P.M. Barnett, das war ja dieser verrückte Militärstratege mit seinem Buch Blueprint for Action und The Pentagon's New Map, wo er ja auch eigentlich schon von diesem Plan geschrieben hat, der sich ja ein bisschen mit dem Kudenhof-Kalergi-Plan ein bisschen erweitert, adaptiert deckt. Also man will eine Mischrasse mit IQ 90, intelligent genug, um noch halt die simpelsten Arbeiten zu vollrichten, aber ja, dann nicht mehr intelligent genug, um zu denken. Ja, logisch. Ein etwas dummeres Volk kann ich natürlich wunderbar auch regieren oder auch ruhig stellen. Ne? Fertig. Aber das ist ja nicht Thema der Sache. Also ich will jetzt mal einfach mal lustig anfangen. Jetzt hier Erster, Zweiter Weltkrieg. Den ersten beleuchte ich jetzt nicht so stark. Aber das ist ja auch schon fast anerkannt, dass der Erste Weltkrieg, also wir da nicht allein schuld waren. Beim Zweiten Weltkrieg tun sie sich ja noch schwer, obwohl es ja auch etliche Bücher schon gibt, dass es ganz anders war, als wenn man sich denkt. Ja. Das Buch, also Der Krieg, der viele Väter hatte, sollte man sich mal reinziehen. Oder wenn man nicht so gerne liest, dann gibt es auch ein Video dazu. Ja, von einem, ich meine, so ein Bundeswehrgeneral, der das geschrieben hat.
Und ja, und ich mache mal den Einstieg jetzt, also beim Zweiten Weltkrieg. Ich meine, die Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges lief ja schon vor dem Ersten Weltkrieg. Die Briten sagen übrigens nicht Erster und Zweiter Weltkrieg, sondern sie sagen... Seit der 30-jährige Krieg. Genau, so ist es, ja. Und da weiß man ja schon, ich bringe mal ein paar Zitate. Also der Weg in den Zweiten Weltkrieg. Lange vor Hitler, zu den sogenannten Friedenszeiten, schrieb die französische Zeitung Action Française oder Françoise, am 4.3.1920, Deutschland hätte zerstückelt werden müssen. Die deutsche Einheit muss zerschlagen, das Deutsche Reich in einen Staub von Staaten aufgelöst werden. Was haben sie gemacht nach dem Krieg? Sie haben uns also dann in verschiedenste Kleinstaaten, also erstmal geteilt in drei Teile und den Osten verschachert. Ja, Mitteldeutschland ja eben den Russen zugeteilt und der Rest dann den anderen Siegerstaaten. Ja. Und wir wurden da natürlich ausgelutscht. Nicht nur der Russe hat es gemacht, sondern die westlichen Staaten auch. Es wird immer so dargestellt, als wenn die uns dann unwahrscheinlich wieder in die Höhe gebracht haben. Und zu den Plänen, den Vernichtungsplänen, da komme ich gleich noch. Gut, dann noch so ein französischer Ministerpräsident Clemenceau. Es gibt 20 Millionen Deutsche in Europa zu viel. Der polnische Staatspräsident Stanislaw Grabinski, 1923, da war von Hitler noch nicht ganz viel zu sehen. Das polnische Volk kann das Ergebnis der Volksabstimmung in Masuren nicht als letztes Urteil der Geschichte anerkennen. Der Bestand der Republik wird erst dann dauerhaft gesichert sein, wenn wir in dem unvermeidlichen Kampf mit Deutschland siegen. Also, wer wollte den Krieg? Ja? Mhm. Polnische Zeitung, Gazeta Gdańska. Alles Land, das noch im Besitz der Deutschen ist, muss den deutschen Händen entrissen werden. Also sprich die deutschen Siedlungsgebiete, nicht? Also große Teile von, also Sudetenland, und so weiter. Und die, also hauptsächlich aber was im polnischen Besitz war, dann eben gut. Religiöse Weltliga 1932 in Paris. Deutschland ist unser Staatsfeind Nummer 1. Es ist unsere Sache, ihn erbarmungslos den Krieg zu erklären. Also verbal haben sie den Krieg schon erklärt. Weit vor dem richtigen Krieg, der 1939 erst beginnt. Der britische Lord Wandi sagt, von 1930 bis 1938 ständiger Unterstaatssekretär im Außenministerium, schrieb in seinem Buch Black Record: Schon zu Zeiten des Tacitus haben die Deutschen den Weltfrieden gestört. Deshalb hätte man sie schon damals ausrotten müssen. Ja? Es ging nicht nur um Krieg, sondern ausrotten. Polnische Zeitung, Liga der Großmacht und so weiter geht es immer weiter. Wir müssen also uns systematisch vorbereiten auf den Kampf zwischen Polen und Deutschen und so weiter. In einem Krieg mit Deutschland wird es keine Gefangenen geben, ne, das heißt, sie werden alle gleich umliegen. Und es wird weder für menschliche Gefühle noch kulturelle Gefühle Raum sein. Die Welt wird zittern vor dem deutsch-polnischen Krieg, also großkotzig. Ne. In die Reihen unserer Soldaten müssen wir übermenschlichen Opfermut und den Geist unbarmherziger Rache und Grausamkeit tragen. Wofür Rache? Ja. Ne. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen ermüdend, aber es ist wichtig, mal den Leuten zu zeigen, dass das wirklich Aussagen waren von Leuten, von Machthabern, die was zu sagen hatten und nicht irgendwie von Otto Meyer um die Ecke. Lord Wandi sagt nochmal, leitender Beamter im Foreign Office 1933, wenn Hitler Erfolg hat, wird er innerhalb von 5 Jahren einen europäischen Krieg bekommen. Also, wer hat den geplant? Wer hat schon im Ersten Weltkrieg übrigens Bomber geplant, ja? Also für Massenbombardierung der Völker und nicht, also wir hatten ja nur so kleine Bomberchen fürs Kampffeld, ne? 2-motorige, ich glaube, wir hatten nur eine 4-motorige Maschine. Also wir haben von vornherein, was heißt wir, ich war ja nicht dabei, aber das war alles ausgelegt im Grunde nicht jetzt unbedingt auf Angriffskriege, sondern auf Verteidigung. Wir hatten, wie Russland hier quasi an der Grenze stand mit 25.000 Panzer, hatte Deutschland 3.500 sogar. Das ist ja ein Witz, ja. Und wenn Deutschland da nicht angegriffen hätte, ja, ja bitte, dann wären die weitergerollt. Übrigens hat Stalin ja gesagt, also dann unter seinen Leuten, diese Unterlagen sind ja inzwischen einsehbar, dass sie den Krieg verloren haben. Da haben die Generäle hat sich gewundert, gesagt, wieso Krieg verloren? Wir haben doch gesiegt. Nein, sie wollten ja durchmarschieren. Sie wollten den Westen sich erstmal abkämpfen lassen und dann durchmarschieren bis zum Atlantik. Das war geplant. Das konnten sie eben nicht. Ja. Gut. Also ich bin jetzt ja nicht jetzt der große Mensch, der jetzt sagt, also Deutschland hat keine Schuld auf sich geladen. Natürlich, im Krieg haben alle Seiten werden da schuldig, das ist ja klar. Ich will nur mal aufzeigen, wo diese Planungen her waren und warum das überhaupt geschah.
Also da haben ja maßgebliche Leute, Churchill hat es auch gesagt, wir haben also keinen Krieg gegen Hitler geführt, auch nicht wegen der Juden. Es ging einzig und allein um die deutsche Wirtschaftskraft, weil wir denen Umsätze abgenommen haben. Und darum geht es immer, da geht es auch heutzutage drum. Es geht um Rohstoffe oder es geht um Konkurrenz. So. Und Staaten haben kein Mitleid oder so, sondern sie haben nur Interessen. Das haben auch genug Leute schon gesagt, also in Politik. Das läuft eben so in der Politik. Emil Ludwig Cohn in den Annales von 1934, Hitler will nicht den Krieg, aber wird dazu gezwungen werden. So, 34, also 5 Jahre vor dem Krieg. 11. April 35 schreibt der Staatssekretär im polnischen Außenministerium, Graf Sembeck, in sein Tagebuch, ich sage zu ihm, so Bullitt, wir sind Zeugen einer Angriffspolitik der Welt gegen Hitler, mehr noch als einer der aggressivsten Politik Hitlers gegen die Welt. So, Selbstbekenntnisse. Also es gibt da ganze Bücher mit den Zitaten. Also so, dann gibt es ja schon also eine Karte von Kohl, da gibt es übrigens mehrere, wo dann eingezeichnet wurde, wo die neue Grenze ist. Ja, ich markiere das mal eben hier schon rötlich an, damit man das überhaupt sieht. So, da wurde der rötliche Punkt ist, das ist Berlin. Und ihr seht, wo die Grenze langläuft, ne? Ja. Also sie wollten bis kurz vor Berlin also ihr Reich ausdehnen. Und das ist der polnische Adler da. Ne? Mhm. Auf Briefmarken hatten sie sowas schon drauf. Und dann hier der Churchill mit seiner Siegesdings, beziehungsweise seiner Teufelshand. Satanisten. Ne? So. Früher hat man ja immer, die haben immer gesagt, ja, das ist das Victory-Zeichen. Ja, ist schon richtig. Das Victory-Zeichen. Die Frage ist, wo es herkommt. Ne? Ja, gut, der also, Churchill war ja sowieso ein besonderer Knabe. Ja. Der ist ja für mich neben Alan Dulles, dem Fürst der Finsternis auf amerikanischer Geheimdienstseite und Edgar Hoover, einer, der sind so für mich neben natürlich unserem Adolf, aber das waren so und Mussolini die 5 wichtigsten Personen in der, in dieser Zeit. Genau, also Churchill, dazu habe ich auch noch mal ein paar Zitate. Und ich mache jetzt nicht nur Zitate, aber es ist eben eminent wichtig, dass den Leuten, wir sind ja Gehirn gewaschen worden. Ich meine, ich habe den Mist ja auch geglaubt, den wir uns um die Ohren gehauen haben. Wobei das nach dem Krieg ja noch relativ locker war. Ja? Also wir haben ja, ich bin 1954 eingeschult worden, ich meine, die meisten, die hier zuhören, die werden diese Zeit nicht erlebt haben, da haben wir überhaupt nichts, also zum Beispiel gar nichts gehört von den Lagern und vom Holocaust. Ja? Das tauchte dann komischerweise erst 1978 auf. Das Thema werde ich jetzt nicht anfangen hier, das ist auch viel zu gefährlich. Ja? Ne? Aber da können die Leute ja mal versuchen, sich auch mal ein bisschen zu informieren, was da so gelaufen ist. Also kommen wir mal jetzt auf Churchill zu sprechen. Zu General E. Wood 1936. Deutschland wird zu stark, wir müssen es zerschlagen. 1936. Wir werden, alles Churchill, wir werden Hitler den Krieg aufzwingen, ob er will oder nicht. 1937. Churchill zu Reichsminister. Deutschland zu schlagen werden. Dann 38, was wir wollen, ist das, was man nicht unter deutsche Wirtschaft. Es geht immer um Wirtschaft. Die Prager Marxist-Zeit auf gerade am 18. September 1938, vielleicht sind wir nicht stark genug, um Deutschland zu schlagen, aber wir sind stark genug, um ganz Europa in einen Krieg zu verwickeln. So, jetzt höre ich mal mit diesem Zitat zumindest auf. Ja, und dann ging das ganze Theater halt los. Ne? Das können wir ja heute nicht erschöpfend jetzt erbringen. Aber da es ja wirklich jetzt ums Ganze geht hier, ne? Also das sehe ich zumindest so. Das heißt, wenn das jetzt nicht aufgehalten werden kann, dadurch, dass möglichst viele Leute aufwachen und nicht nur aufwachen und im Stübchen bleiben und meckern, sondern mindestens protestieren, ja? Und ganz klar machen, dass sie das da nicht zustimmen, dieser ganzen Politik, die da hier läuft, dann wird das ziemlich das Ende sein. Und ich bin ja nun schon ein bisschen älter, aber für die Kinder und Enkel wird es ganz bitter. Ne? Ich meine, ich selber habe 5 Kinder, sind ja auch schon 2 Enkel unterwegs, auf der einen Seite, auf der anderen Seite noch 2 Enkelchen, ja, denen wird das übel ergehen. Ja, selbst wenn es nicht zum heißen Krieg kommen sollte, ja, allein durch die Verschuldungspolitik, die hier gemacht wird, massiv, und das ist Absicht, ja, ist da vollkommen klar. Weil wodurch bringt man die Staaten unter die Kandare, unter Schulden? Wodurch bringt man Privatleute unter die Fittiche? Durch Schulden. Ne? Und es wird ja Kindern schon eingeredet, ja, gönnt euch alles Mögliche, ist egal, kannst du alles auf Kredit machen, ist ja kein Problem. Häuserbauer sind also vor x Jahren schon hier in der Siedlung aufgefordert worden oder ihnen ist schmackhaft gemacht worden, ihr könnt mit 0 Eigengeld könnt ihr bauen. Ja, nach relativ paar Jahren waren die meisten wieder am Ausziehen.
ne? Und so weiter. Das ist schon zu Jesus Zeiten so geworden. Ich meine, er war ja derjenige, der die Geldwechsler, ne, aus der Kirche geschmissen hat, ja, oder aus der Synagoge. Und das Spielchen wird heute im ganz großen Spiegel gedreht. Ne? Das wissen wir ja. Gut, den Ausflug will ich jetzt nicht weiter verfolgen. Ja, so, wenn ich jetzt nur was sagen darf. Jetzt habe ich also eine ganze Menge noch im Bücherlein hier. Ich halte die einfach mal rein. Ja. Mal sehen, ob ich die jetzt alles fotografiere, weiß ich noch nicht. Aber hier zum Beispiel. Deutschland muss vernichtet werden. Von Simanek. Kriegt ihr wahrscheinlich nur noch antiquarisch. Erster und zweiter Teil. Ja? Okay. So. Dann. Morgentau-Tagebuch. Sind die auf dem Index, Werner? Sind diese Bücher auf dem Index? Morgentau haben die Leute, zumindest die Älteren, schon mal was von gehört. Da ging es darum, Deutschland sollte zum reinen Agrarstaat umgewandelt werden. Also sämtliche Industrie vernichtet werden, uns verboten werden, bestimmte Sachen überhaupt herzustellen und so weiter. Das ist hier, der gesamte Schriftverkehr ist hier drin, in dem Ding. Ja. Dokumente des Antigermanismus. Wie der Morgentau-Plan stand und durchgesetzt wurde. Aus den Aktenveröffentlichungen des US-Senats. Das ist keine Lügerei, das sind Akten. So. Da gibt es, das war sein erstes Ding, der Tag M, also das war quasi der Angriffstag, der geplante da von der UdSSR, wo dann, ich weiß nicht, 14 Tage oder sowas dazu vorgekommen ist. Und also dieses ist auch neuer, ich weiß nicht genau von wann, das kann man unter Umständen sogar vielleicht sogar noch neu kriegen, keine Ahnung, müsst ihr halt mal gucken. Also einfach mal nach Suvorov da suchen und da gibt es auch noch mehr, das Ding auch noch. Und es gibt eben auch ein sehr langes, also die kann man auch kaufen, DVDs. Ich kann die Werbung für die DVDs mal auf Telegram hochladen. Ja. Auf YouTube, da werden die wahrscheinlich auch noch nichts gegen sagen. Also wie gesagt, der Typ ist ja im Grunde in den Westen geflüchtet, ja, und war ja eigentlich positiv für uns. Und hat dann ja eben verraten, was die andere Seite da plante. Weil der hat selber keine Ahnung gehabt, hat sich dann aber durchgewühlt durch die ganzen Unterlagen, wo er halt Zugang hatte. Hat eine Menge mitgenommen, hat das dann im Westen halt verraten. Ne? Ich meine, der lebt anscheinend auch immer noch, den haben sie wohl gut geschützt. Aber das ist schon länger her, ne? Ja, und das ist sehr interessant, das sind zwei DVDs, also wo er das alles schildert, also wer da nicht lesen will, der kann sich das anhören. Und zwei Teile sind auch noch drin im Netz. Ne? Also dieses Werbeteil ist drin und zwei Teile von dem... Und diese DVDs heißen Das letzte Tabu, meine ich. Das letzte. Okay. Müssen wir mal gucken. Aber ich kann dieses Werbeding, das kann ich ja mal reinstellen. Das ist auch schon mal ganz aufschlussreich. Ja gut, dann geht das weiter. Das sind dann hier auch noch so andere Büchlein zu der Thematik. Da sage ich jetzt nicht viel dazu, aber es geht alles um die Thematik halt. Ne? Ja. Schlag 41. Mhm. Aber das Ding könnt ihr euch wirklich mal angucken, was ich da jetzt neulich erst auf Telegram hochgeladen habe. Also hier mit dem Titel, was ich vorhin reingehalten habe, also hier Vernichtungskrieg gegen Deutschland, ne? Wo der deutsche Geheimdienst das Flugzeug mit dem Angriffsplan abgefangen hat, die Deutschen das fotografiert haben, das Ganze, und dann eben wussten, was passiert ist, und das Flugzeug aber weiterfliegen lassen haben Richtung Stalin, mit der Annahme, dass Stalin den Westmächten das nicht verrät, weil Stalin ja ganz andere Pläne hatte. Ne? Ja. So, hat auch tatsächlich nicht gemacht, und insofern sind wir den paar Tage zuvor gekommen, weil England wollte ja über Norwegen angreifen und dann sind wir halt zuvor gekommen. Und Frankreich wollte auch mit so und so vielen Soldaten da rein. Aber das will ich jetzt gar nicht erzählen. Das wird viel zu lang sonst. Dann gibt es ja noch so ein Ding hier von einem, der beim Militär war, von Tannen, Stalins Falle. Mhm. Also da gibt es eine Menge Sachen, wo also wirklich Leute auch von unseren ehemaligen Gegnern mal dann geschrieben haben, was wirklich war. Hier auch eins von Hogan, das ist also ein Geschichtswissenschaftler aus den USA, dicke Schwarte. Der quasi das mal, der unnötige Krieg, ne? Germany must perish, ne, steht da drauf. David L. Hogan, also vom Vornamen zu schließen, ist er wahrscheinlich sogar Jude, ne? Aber sehr tolles Buch und hat wirklich mal da aufgeräumt mit den ganzen Lügen, die sie uns um die Ohren gehauen haben. Ja. Also das wird dazu. Ja, ein paar Sachen jetzt vielleicht nochmal, um ins Detail zu gehen, wie fies die Planungen waren. Und zwar. Aber überhaupt die Meinung von bestimmten Leuten. Also es geht immer nie um die Völker. Die Völker werden nur gegeneinander gehetzt. Nicht, dass die Leute sagen, die Amerikaner oder die Briten oder so. Nee, nee. Also wenn ich sowas mal sagen sollte, meine ich immer die entsprechenden Leute, die solche Planungen gemacht haben. Natürlich. Aber das muss man extra noch betonen, weil das ist ja leider die Falle, in die viele auch tappen. Die Juden, ne, und so. Ja. Und und ich meine, es ist ja so, dass quasi, also die Juden gibt es ja sowieso nicht. Also ich meine, als Völkerschaft sowieso nicht. Es gibt Kasan.
okay, den jüdischen Glauben haben, die kann man dann als Juden benennen. Und es gibt eben Palästinenser mit dem jüdischen Glauben, das sind dann auch Juden. So sieht's aus. Ne? Da gibt es übrigens auch ein Buch von Shlomo Sand, was sogar millionenfach da in Israel verkauft worden ist. Also da gibt's, also Literatur kann man genug finden, aber sowas findet man eben nicht in der breiten Presse und auch wenig im Internet. Ja? Also zum Beispiel dieses Ding hier, was Hemingway gesagt hat. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt sehen können. Ja. Aber ich kann es ja mal vorlesen. Der US-amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway, ich weiß nicht, wie viele jüngere Leute den überhaupt noch kennen, also war sehr, sehr bekannt. Deutschland sollte man nach dem Kriege so gründlich zerstören, dass wir es für 100 Jahre nicht mehr zu bekämpfen haben. Aber überhaupt nicht mehr, wenn richtig aufgeräumt wird. Dies kann wahrscheinlich nur durch Sterilisation geschehen. So. Und das haben die dann ja nach dem Krieg auch erstmal fallen lassen. Aber es gab ja dann so eine sanfte Sterilisationssache, die dann aber nicht nur in Deutschland wirkte, sondern ich sag mal in allen westlichen Völkern. Das heißt, erstmal Freigabe der Pille. Dadurch sind schon mal eine Menge Kinder weniger geboren worden. Dann Freigabe der Abtreibung. Ja? In den USA inzwischen übrigens können Kinder straflos abgetrieben werden bis zum 9. Monat. In New York ist es durch, ja, seit anderthalb oder zwei Jahren. Ja? Und sie wollen aber sogar so weit hin, das muss man sich mal vorstellen, aus Amerika tönt das, dass Kinder nach der Geburt sogar getötet werden können und das dann als Abtreibung zählt. Weil sie wären ja noch keine Menschen, der Geist würde ja erst später eintreten. Das muss man sich mal reinziehen. Also das sind so krude Typen da und das hat nichts mit dem Amerikaner zu tun oder so. Das sind ganz bestimmte Klicken. So. Und jetzt noch mal weiter. Hier, Nathan Kaufmann. Das ist also jetzt abgelichtet, habe ich immer unter den Kopierer geschmissen, aus diesen Büchern. Ne? Deutschland muss ausgelöscht werden. Genau. Und zwar der sogenannte Kaufmann-Plan. Ja? Und zwar noch ehe der Zweite Weltkrieg begonnen hatte, stellte man in den Kreisen der Roosevelt, also das war der Präsident, Administration in den USA, Überlegungen an, wie man mit dem besiegten Deutschland verfahren sollte, um das Verbrechervolk im Herzen Europas für alle Zeiten unschädlich zu machen. Verbrechervolk, ne? Weil es gibt keine Verbrechervölker. Unter dem Beifall der Anhänger einer biologischen Vernichtung veröffentlichte dieser Nathan Kaufmann im Sommer 1941, also ein halbes Jahr vor dem Eintritt der USA, sein Buch und der wurde dann eben der Kaufmann-Plan genannt. Und der Hauptpunkt war die Zwangssterilisierung der Deutschen. So. Und also, dieser Krieg, also Zitat jetzt aus dem Buch von ihm, was will dieses Buch? Dieser Krieg ist keinesfalls ein Krieg gegen Adolf Hitler. Also, was hat man uns immer erzählt, der böse Hitler und so? Nein, es ging ums deutsche Volk. Ebenso wenig ist es ein Krieg gegen die Nazis. Es ist ein Krieg gegen Volk. Volk gegen Volk. Ein Krieg zivilisierter Völker, also sie selber, ne, gegen unzivilisierte Barbaren, das waren wir. Also nicht nur wir, sondern Österreich und unsere Verbündeten alle, nicht? Also Italien und so waren alles Barbaren, die sich im Finstern am wohlsten fühlen. Also so diffamiert man eben ganze Völker, erklärt sie zu etwas Unwertem, ja, und dann kann man sie auch vernichten. Nicht? Dann ist es ja sogar eine Wohltat. Dieser Krieg ist ein Krieg von Menschen jener Nationen, die voller Hoffnungen vorwärts stürmen zu einem besseren und frischem Leben. Gegen die Menschen eines Volkes, das mit Begeisterung in die Zeiten des finsteren Altertums zurückmarschiert. Ich meine, das ist ein Witz für sich. Ich meine, wir sind die Kulturnation international anerkannt gewesen und sind es heute noch. Es ist ein Kampf zwischen dem deutschen Volk und der Menschlichkeit. Also reine Kriegssätze. Ja. Ja. So, und dann, gut, ich lese da jetzt nicht zu viel vor, sonst sind wir nur noch am Lesen, aber es ist, also das deutsche Volk muss quasi so fertig gemacht werden, dass ihm auch die totale Strafe auferlegt wird. Und es gibt nur eine einzige derartige Strafe. Das deutsche Volk muss für immer vollständig vernichtet werden und das nicht nur theoretisch, sondern wirklich und wahrhaftig. Ja, und wie haben sie das dann geplant? Da haben sie geplant, ich weiß gar nicht, wo jetzt hier die Unterlagen, ja, genau. Ja. Weil bestimmte Sachen darf man ja hier gar nicht sagen, sonst machen die den Kanal dicht. Ne? Ja, das könnten die jetzt auch schon machen. Ja, ich meine, ich habe ja schon ein paar Mal den Kram erlebt. Ne? Und, und ich meine, das höchste Kreise da eben mit dabei waren, da gibt es noch einen Plan, das war der Louis Nitzer-Plan, ja. Von dem dann aber auch eben die entsprechenden hochkarätigen Leute wussten, also US-Präsident Harry S. Truman. Ich habe gerade What to do with Germany, also was sollen wir mit Deutschland machen, haben die quasi vor dem Krieg schon sich ausgerechnet.
fertig gelesen und denke, dass es eines der faszinierendsten und informativsten Bücher ist, das ich je gelesen habe. Jeder in diesem Land sollte es lesen. Der hat auch eine Menge von drucken lassen. Lord Vandisat, diplomatischer Chefberater der britischen Regierung und Chef des Military Intelligence Service, also Geheimdienstes, ja. Ich glaube, das Buch von Herrn Nizza ist bewundernswert. Natürlich stimme ich ihm aufrichtig zu. Dieses Buch erscheint in einem günstigen Moment, in dem die weichen Friedenshändler, weil die Briten wollten, große Kreise wollten ja sogar den Frieden mit Deutschland, deswegen ist ja damals der Hess auch rübergeflogen, wollte da Verhandlungen treffen und hatte, also vorher hatte Deutschland schon angeboten, voller Rückzug der deutschen Truppen aus Frankreich, da waren wir noch auf der Siegerstrecke, ja, normalerweise macht man das nicht, wenn man auf der Siegerstrecke ist, dann haben sie ja die Briten noch entkommen lassen, ja, in dieser Bucht, also Hitler hat dem Panzerkommandanten gesagt, ja, anhalten, die hätten die alle zusammenschießen können, weil sie eben gehofft haben, dass es doch nochmal zum Frieden kommen kann. Ist alles torpediert worden. Naja gut, jedenfalls jetzt er in seinem Dings da, es ist eine pangermanische Kraft, die permanent gebrochen werden muss, also wir Deutschen speziell, wenn die Welt für immer Frieden erfahren soll. Ich meine, die Kriegstreiber sind ganz andere. Ich meine, die Amerikaner allein mit den Briten zusammen, die haben nach dem Krieg in 200 Kriegen, erklärte und unerklärte Kriege, haben die also zig Millionen Leute umgebracht. Ich meine, das waren nur noch 50 Millionen oder so. Ja. Aber da redet ja keiner drüber. So, Mr. Nizza hat eine klare Idee, wie das vollbracht werden sollte. Also sprich, diese Sterilisationsdinger. Ja. Also die haben es gelesen, haben es auch für gut befunden. Aber hat man da schon mal jemals eine Zeile in der deutschen Zeitung vorgelesen? Ja. Das ist so irre alles. Und ja, es gibt da noch ein Video, könnt ihr euch bei mir auf dem Kanal, also auf einem normalen YouTube-Kanal angucken. Und zwar geht es darum, wie man dann mit den Deutschen verfahren ist. Man hat in dem Krieg ja schon beschlossen, dass noch 20 Millionen, also 20 Millionen Deutsche wären ja eh zu viele, das haben die vorher schon festgestellt. Ne? Und sie haben ja nach dem Krieg noch, ich glaube, also zwischen 6 und 9 Millionen sind, glaube ich, nach dem Krieg noch umgekommen. Ja. Und zwar nahezu 1 Million in den sogenannten Rheinwiesenlagern und den anderen Lagern darum herum. Hauptsächlich betrieben von den Amerikanern und den Franzosen. Ne? Der geplante Tod, ja. Deutsche Kriegsgefangene in amerikanischen und französischen Lagern von 45, 46. Ne? Die haben die also kampieren lassen, also in offenen Wiesen, also ohne richtig vernünftige Nahrung und so weiter. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, was für Zustände da geherrscht haben. Und da sind natürlich dann bei den Amerikanern, glaube ich, irgendwie 850.000 verstorben. Das Buch ist übrigens nicht von einem Deutschen geschrieben, sondern von einem Kanadier. Ne? So, also nicht, dass einer jetzt denkt, dass es irgendwie so ein Nazi gewesen ist, der das geschrieben hat. Aber die haben es einfach nicht ausgehalten, die Leute. Und dann gab es dann hier auch ein Taschenbuch davon, dasselbe. Das könnt ihr bestimmt euch noch besorgen. Also das kriegt ihr wahrscheinlich auch relativ günstig gebraucht. Ne? Also das ist jetzt hier in Remagen zum Beispiel die Sachen. Da sind auch so ein paar Bildchen dabei. Das waren diese riesen Wiesen, ja? Wo die dann Matsch dann hausieren mussten. Mit kaum Wasser, mit kaum Nahrung. Da haben dann Deutsche haben dann Nahrungsmittel aus Mitleid quasi über den Zaun werfen wollen. Ja, da wurden die Leute, die das über den Zaun geworfen haben, wenn sie dann, also die Amerikaner haben gewarnt, ne? Wenn ihr da was rüberwerft aus einem Lebensmittel, dann wird er erschossen. Da haben die mit dem MG abgeknallt. So sieht's aus. Das Internationale Rote Kreuz war unterwegs schon, war kurz vor da, haben die zurückgeschickt. Die waren mit Lebensmitteln da. Es war aber nicht so, dass die Amis keine Lebensmittel hatten, nein. Sie hatten genug. Es war Eisenhower, der das befohlen hatte, dass da möglichst viele zu verrecken haben. Und dann hat der General Patton, der die Deutschen ja kennengelernt hat, wo er gesagt hat, die Deutschen sind ein wunderbares Volk, ne, der war ja erst auch aufgehetzt und so, und hat sich dann dafür eingesetzt, dass die schlimmsten Zustände dann nicht mehr da stattfinden sollen. Der hat dann ganz zufällig dann einen Autounfall gehabt. Ne? Also, ne, also die schonen dann auch die eigenen Leute nicht, wenn die dann nicht in deren Interesse handeln. Ne? Ja. Wenn man ja auch bedenkt, dass ja auch, ich habe ja meinen Kampf gelesen als wissenschaftlichen Quelltext. Ja. Es gibt den Hermann Plopper, da sagt er ja sicher auch was, linker Autor, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Hitlers amerikanische Lehrer. Und mit Hermann habe ich auch einige Talks gemacht und der hat wirklich penibel in diesem Buch rausrecherchiert, dass eigentlich der Mein Kampf eine Art Copy-Paste-Plagiat ist von Autoren wie Madison Grant und Robert Stoddard. Das waren so führende Eugeniker Anfang der Jahrhundertwende.
weil dieser ganze Eugenik-Schwachsinn ja eigentlich aus den Vereinigten Staaten kam. Ja, das ist ja auch kein Ja, die Bushes, die Harrymans, das waren die, also die Großmutter von Bush, ja, die war da ganz stark engagiert und die haben ja auch Gelder zur Verfügung gestellt, dass dann, also sie haben ja angefangen in den USA mit dem ganzen Kram und haben dann diese Eugenik dann quasi transferiert ans Kaiser-Wilhelm-Institut hier in Deutschland. Aber heute redet man davon, als wenn jetzt wir oder Hitler, also Hitler-Deutschland in 12 Jahren das erfunden hätten. Nein, das kam aus einer ganz anderen Ecke. Richtig. Es ist noch gar nicht lange her, wo diese Kreise gesagt haben, Genetik ist nur ein anderer Begriff für Eugenik. Und was sie jetzt machen, ist ja genau die Nummer, die da läuft. Über Nahrung, über Impfen und über die ganzen anderen schönen Sachen wird eine Eugenik betrieben. Es gab eine Konferenz, ich habe das glaube ich bei chemtrail.de drauf, wo dieser Dr. D., also der Tarnname natürlich, der bei einer Konferenz teilnehmen konnte oder musste, keine Ahnung, wo keiner stenografieren durfte, was da gesagt wurde und auch kein Aufnahmegerät zugelassen war und so weiter. Und da haben die denen gesagt, was sie vorhaben, dass sie die normale Bevölkerung, also Arbeiter und niederes Volk, so werden sie mit Industriefutter füttern, was natürlich entsprechend auch, naja, also nicht gerade der Gesundheit zuträglich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, ja? So. Und dann haben die auch gesagt, ja, also die Schlaueren, die werden schon einen Weg finden drumherum. Ja gut, die Schlaueren in deren Sinne waren dann halt die Gebildeteren, die dann in der Regel auch mehr verdienen, ja? Die aber auch dann, ich sag mal, den Staatsleuten immer mehr gehorsam sind als die anderen Kräfte, ja, die denen es schon immer bescheidener ging, die untere Schicht, ja. So, ja, und die sollten dann eben weg, ne? Und, oder zumindest reduziert werden. Und, ne? Also das sind Dinger, die da ablaufen. Gut, das wird für manche jetzt vielleicht schockierend sein, oder manche denken vielleicht, der spinnt der Heidnickel, aber man kann das ja alles belegen. Nicht? Ich mache auch hier diese Nummer hier, Zwangsarbeiter. Ne? So, das sind jetzt nicht Zwangsarbeiter unter deutschen Fittigen jetzt gemeint. Nee, das waren deutsche Zwangsarbeiter. Ne? So, das gab natürlich auch im Krieg, da haben wir so, jedes Land hat das gemacht. Hat also Leute, die gefangen waren, als Arbeiter eingesetzt. Ne? Normal, ja. Wir hatten ja auch russische Zwangsarbeiter. Dazu waren ja auch die sogenannten Konzentrationslager zum Teil da. Da waren auch politische Gefangene drin und so weiter. Ne? Und es gibt so einen kleinen Ausflug jetzt mal so ins fast Paradoxe. Es gab ja, also wir waren vor 2 Jahren oder so, waren wir jetzt mal im Harz und das interessiert mich immer, so diese Raketenbaugeschichten. Da haben wir uns mal das angeguckt, wo die gebaut wurden. Ne? Keine Wünde, oder wie? Dora, im Harz, im Berg. Ne? Die mussten ja also unterirdisch dann produzieren, weil es wurde ja alles bombardiert, da war ja nichts mehr zu machen. Und da haben die V1 gebaut und teilweise auch Triebwerke V2 und solche Sachen. Mhm. Naja, gut. Und was war da? So ein Übersichtsplan. Und ich wusste das ja schon, dass es also in den KZs also auch Bordelle gab. Das wundert vielleicht die meisten Leute, die meisten wissen das ja gar nicht. Und dann stand da eben auf dem Übersichtsplan, ja, Bordell. Ich den Typen, der da die Führung gemacht hat, gleich gefragt, ja, was ist denn da los? Ich meine, ich wusste das schon, ich wollte bloß mal, dass auch die Gemeinde, die drumherum stand, also die interessierten Leute da an diesen Dingen, mal aufwecken. Ja, und dann sagt er, ja, Bordelle gab es auch und die Deutschen haben sich überlegt, dass sie für verdienstvolle Arbeiter dann eben auch einen Anreiz schaffen, ne? Also die gab es übrigens in jeder Menge also auch in Auschwitz, ja. Also im Vernichtungslager gab es Bordelle, da wundert man sich ja ein bisschen, ne? Und ja, und dann sagt er, ja, die Deutschen haben dann auch Wort gehalten, also den Frauen, die da Dienst getan haben, denen wurde gesagt, also 6 Monate, wenn sie 6 Monate da Dienst tun, dann sind sie anschließend frei. Und dann sagte dieser kleine Typ da, und da fing die Lüge dann an und sagte, ja, und die Frauen verließen ja dann das Lager auf diesem Weg und zeigte dann dahin und sagte, durch diese Schornsteine. Und das war eine glatte Lüge, das wusste ich aus den Dokumenten, dass es Käse war. Und dann bin ich zum Pavillon gegangen, erstmal habe ich dann ins Besucherbuch erstmal reingeschrieben, was er da für Mist erzählt, der Kerl. Ja. Und dann bin ich zum Chef des Ganzen dann gegangen und habe gesagt, so, jetzt erzählen Sie mir mal, oder hier überhaupt, geben Sie mal zum Besten, was wirklich passiert ist. Ne? Ich wusste es ja schon, wie es gelaufen ist. Und dann sagte er, ja, es waren natürlich auch Prostituierte im Lager, die also quasi ins Lager kamen, weil sie eben die Prostitution ausgeübt haben ohne Erlaubnis und so weiter. War ja geächtet sowas. Und denen hat man dann gesagt, also wenn ihr euer Gewerbe hier weiter betreiben wollt, ne, dann seid ihr nach 6 Monaten frei und wird euch die Strafe erlassen. Ja, und das haben eine ganze Menge gemacht. Da kriegt man ja nur noch Fragezeichen. Ne? Und dass also auch in Vernichtungslagern sowas gelaufen ist. Ne? Und ich will da gar nicht drauf eingehen, weil bestimmte Sachen davon ja auch gar nicht erzählen. Und da gibt es sogar 2 Dokumentationen. Eine vom MDR, die das ganz gut darstellen.
Die sagen bloß nicht, dass das jetzt, ich sag mal, schon sowieso Nutten waren, sondern die stellen es so dar, als wenn das jetzt ganz normale Frauen waren, die dann so quasi dazu gezwungen wurden. Ne? Das wird ja dann immer anders verbrämt und verkauft, ne? Weil wir sind ja grundsätzlich böse. Ne? Natürlich. Also sowas gab es nicht in Russland, sowas gab es nicht in Amerika, irgendwelche Bordelle für unsere deutschen Kriegsgefangene. Nicht, dass ich das lustig gefunden hätte, aber ich meine, muss man nur mal deutsche Gründlichkeit, und das war dann sogar so in den Lagern, also aus der Literatur habe ich das, dass dann sogar, also wenn das irgendwie möglich war, französische Gefangene dann bei einer Französin dann da durften, ja, in Vögelschein da einlösen und die anderen Nationen auch dann möglichst auch mit gleicher Nation. Also typische deutsche Gründlichkeit, wurde auch alles dann festgehalten, also wie viel Entlohnung dann die Frauen da kriegten pro der Aktion und so weiter und so fort. Ja. Also es, ja, wieso erzählt man sowas nicht? Ne? Aber erstaunlich, da gab es sogar zwei kleine Filmchen mal dazu, die zwar dann ganz spät liefen, aber die hatte ich dann auch schon mal hochgeladen. Ich glaube, wenn ich die jetzt hochlade, dann sind die gleich weg. Also ja, vor ein paar Jahren konnte man das alles hochladen, ne? War ja auch öffentlich-rechtlich, war ja nicht irgendwie Hetze oder sonst was, ne? Aber heute würdest du dann gleich wieder unangemessene Nachrichten oder so ein Scheiß würde dann stehen. Fake News vielleicht sogar noch. Naja, das können sie ja nicht machen. Die Einblendung ist ja drauf, ne? Mit ARD, ja. MDR und so. Ne? Also es ist so irre. Aber das ist eben alles schon länger her. Vor Jahrzehnten konnte man noch viel mehr erfahren. Selbst im Spiegel und so, da standen ja noch relative Wahrheiten drin. Ne? Ich meine unter anderem ja auch, dass quasi Churchill hatte ja 500.000 Antragsbomben bestellt bei den Amerikanern. Ja. Ja. Und hatte schon, ich glaube, 5.000 geliefert bekommen und haben sie erstmal geübt auf so einer Insel, da mitten in der Nordsee, und mit Schafen, ja, und haben dann festgestellt, oh weia, ne, das Zeug ist ja so verseucht, da kannst du ja jahrzehntelang nicht betreten, das Land. Ne? Ja. Aber sie hatten schon, in Italien lag ein Schiff, das hat die deutsche Geheimdienst hat das rausgekriegt, voll mit Antrags und mit anderen Giftstoffen, die sie über die deutsche Bevölkerung rieseln lassen wollten. Ne? Und dann haben die Deutschen das Ding bombardiert, ne? Und dann haben die natürlich den Italienern nicht, da sind natürlich dann jede Menge Hops gegangen von Leuten, da in der Gegend, das ist ja klar, im Hafen. Und haben sie dann aber den irgendwelchen Mist da erzählt, warum da Leute gestorben sind, weil das konnten sie ja nicht zugeben, dass die jetzt einen ganzen Dampfer voll Gift haben, um die Deutschen auszurotten. Ne? Aber das stand im Spiegel, ne? Also damals, ja, ja. Vor x Jahrzehnten. Ne? Also das nur mal so, es sind alles Quellen, also das habe ich mir ja nicht ausgedacht. Ne? Und diese Infamie, ich meine, wir haben noch nie. Von Deutschland ist noch nie so ein Krieg, so ein Vernichtungskrieg gelaufen, der uns aber unterstellt wird. Ne? Ich meine, wir hatten auch Giftgase, klar. Ne? Ich meine, übrigens, wer hat die Giftgase überhaupt erfunden? Die ersten Gaswagen, also um Leute in einem Gaswagen LKW zu vergiften, haben, also ich sag mal, sogenannte Jude erfunden. Ne? Wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, also Jude ist nicht Jude und so weiter. Ne? Das muss man erstmal definieren. Ne? Also das ist auch nicht von Deutschland zuerst dann erfunden worden, das ganze Zeug. Ne? Aber was soll's? Ich meine, ob das jetzt noch was bringt, was ich jetzt hier erzähle, weiß ich nicht, aber vielleicht dient da der geschichtlichen Wahrheit noch ein bisschen. Und vielleicht kümmern sich mal ein paar Leute um die Literaturen, die da gelaufen sind. Ne? Dann noch so ein anderes Ding, also wie das Ganze anfing, immer das wissen ja auch die wenigsten. Immer den Horror, den mache ich jetzt auch nur ganz kurz. Bromberger, Blutsonntag, ne? Todesmärsche des Hasses und also in Polen, die Polen hatten massenweise schon Konzentrationslager, ja. Sie haben Überfälle gemacht auf deutsche Bauernhöfe und so weiter. Die Tausende sind schon geflohen vor dem Krieg und haben immer gesagt, Hitler, tu was, mach was, ja. Deutschland hat dann auch versucht zu verhandeln und so weiter, dass es aufhört, das ganze Spielchen. Und bevor wir denn da angegriffen haben, sind schon Lufthansa-Maschinen, also zivile Maschinen beschossen worden und, ja. Übergriffe teilweise übers ganze Gebiet und so weiter und so fort. Also das muss man sich einfach mal reinziehen. Das braucht ihr mir jetzt nicht glauben, aber es gibt da eben Literatur darüber, da findet ihr auch was, wen das wirklich interessiert. Und dann, mein Anlass war eigentlich, jetzt kann ich jetzt irgendwie jetzt hier, warum erzähle ich das eigentlich? Ich erzähle es deswegen, weil wenn die Deutschen mit ihrem krummen Rücken so bleiben und sich grundsätzlich schuldig für alle bösen Dinge in der Welt empfinden, werden wir diesen geistigen Kampf auch nicht gewinnen können und moralischen, der jetzt nötig ist. Die Wahrheit muss auf den Tisch, weil der Durchschnittsdeutsche ist ja schon in einer büßer Grundhaltung. Ja? Ich meine, gut, jetzt, sie werden durch diese Lager geführt, ihnen wird dann alles Mögliche an Grusel erzählt. Wir haben alle Länder der Welt angegriffen, wir wollten die Weltmacht, das ist absoluter Blödsinn, hätten wir überhaupt nicht machen können.
Wie hätten wir Amerika jemals erobern können? Wir haben es ja noch nicht mal geschafft mit Großbritannien. Ja? Das ist ja ein Witz, also, ne? Dieser ganze Quatsch. Und aber die Strategien sind ja heute dieselben geblieben. Ein Land, was nicht einen Krieg haben will, das wird so lange provoziert, bis es den kriegt. Amerika war der Spitze drin. Erstmal haben sie ja die Indianer fast ausgerottet. Da fing das ja schon an. Und dann haben sie damals, wie sie Spanien die Kolonien abnehmen wollten, was haben sie gemacht? Ihr hübsches Flugzeug da selber gesprengt. Das heißt, ja. Jahrzehnte später, ne, durch Taucher rausgekommen, dass es von innen nach außen explodiert ist und nicht andersrum. An einer mexikanischen Grenze sind sie auf und ab mit Provokationen. Ne, wer dann das zum ersten Mal geschossen hat, weiß auch keiner so genau. Sie wollten da die Kriege einfach, weil sie als starke Macht natürlich hatte der andere ja keine Chance. Nicht? Und ich meine, Amerika, wie viele Länder haben sie schon angegriffen? Ich meine, wenn man sich Afrika anguckt, dann kann einem schlecht bei werden. Südamerika. Und einige Dinge sind ja auch gar nicht bekannt geworden, weil es einfach verdeckte Kriege waren. Ja, durch ich sag mal, bezahlte Partisanen oder jetzt teilweise auch in Arabien und so, da wurden dann eben die, ja, ich meine, der Sumpf der Leute zusammengesucht und bezahlt, die dann da eben wie ISIS, ne? waren, die von amerikanischer Seite dann hochgezogen wurden. Al-Qaida im Kalten Krieg. Ja, der ganze Verein eigentlich. Und, ja. Und dann haben sie ja IS genannt, weil ISIS war dann doch zu deutlich, ne, wegen der Göttin der ISIS und so. Ne? Weil sie machen es ja immer so. Und ich meine, die amerikanische Statue, was ist das? Ne? Ist ja auch so eine hübsche Göttin, die dann von den französischen Freimaurern dahingestellt wurde, ja, gesponsert. Das ist ja alles, also wer sich da ein bisschen drum kümmert, der sieht ja, wo die Satanisten sitzen. Ja? Ja? Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift von der ganzen Nummer. Nicht? Aber diese ganze brutale Geschichte, also jetzt nochmal den Grusel zu Ende, also hier, ne, also alliierter Luftterror, also ich meine jetzt nicht nur den zu Deutschland, ne, sondern insgesamt, da gibt es auch ein sehr gutes Buch, da gab es sogar einen Fernsehbericht dazu, der war auch relativ deutlich damals, der Brand, also hochgelobt das Buch, ja, eine ungemein aufwühlende, detail- und materialreiche Darstellung des alltäglichen Grauens in den bombardierten deutschen Städten, Bayerischer Rundfunk, ja. Kein Tabubruch, sondern Denkanstoß, Süddeutsche Zeitung. Brillant geschrieben, der Spiegel, ja, Boing. Und da haben die in diesem Film, dadurch kam ich auch auf das Buch erst, sogar gesagt, eben die Geschichte hier mit den Antragsbomben und das Zeug. Habe ich gestaunt, das haben die damals ausgestrahlt. Das sind bestimmt 30 Jahre her oder noch länger. Ja, ja. Ja, ja, so sieht das aus. Ne? Untergang Dresdens, das ist ja überhaupt der Oberklopper, ja, mit Dresden. Also nach deutschen Quellen waren das ungefähr 300.000 bis 500.000 Tote, weil die Stadt war vollgestopft mit Flüchtlingen. Ja. So gut wie kein Militär, es gab gar keinen Grund für einen Angriff. Das war reine Abschlachterei. Ja. Richtig, ja. Und das wurde ja auch so gesagt. Ich meine, Churchill oder einer von den anderen Typen hat es ja sogar gesagt, also er will die Deutschen grillen. Ne, so. Und also auch mit der Bombenangriff auf Hamburg. Ja. Der Bombenangriff auf Berlin übrigens von den Briten war wesentlich früher, als wie wir angefangen haben, dann quasi auch wieder nur als Antwort dann London zu bombardieren. Und dann aber auch nicht die Bevölkerung, sondern wirklich nur die Hafenanlagen. Naja, so sieht das halt aus. Und dann waren, also auch die ausländischen Dienste haben dann geschätzt, also zwischen 350.000 Tote oder so da in Dresden. Ne? Und das waren vorwiegend Frauen, Kinder, Verletzte und was weiß ich alles. So, und dann sind die danach noch mit Kampffliegern da rüber geflogen und haben die Leute, die sich dann bei den Feuerstürmen ins Wasser gestürzt haben, um nicht da zu verbrennen, dann noch mit Bordkanonen befeuert. Aber was haben sie gemacht? Unsere tollen Geschichtslügner, sag ich mal, unsere Wissenschaftler, haben das erstmal dann runtergerechnet. Also nein, das waren doch keine 350.000 und 500.000 schon gar nicht. Nein, da kam es erstmal bei 35.000 an. So, und jetzt sind sie bei 25.000 gewesen. Jetzt sind schon die neueren Untersuchungen, soll es auf 20.000 sein. Also wahrscheinlich ist gar keiner umgekommen. Ne? So, absoluter Schwachsinn. Ein Land, was im Krieg ist, wird nie die Zahlen der eigenen Verluste hochrechnen, weil das demoralisiert die Bevölkerung. Also wenn die Deutschen selber Zählungen gemacht haben mit 220.000 definierte Tote und ja. Es war in den Kellern nur noch Matsch, die waren nicht mehr zu identifizieren, weil das so eine Hitze war, dass sie selbst in den Kellern verschmort sind zu einem Brei, die Leute. Also gut, ich will jetzt mal mit Grusel mal aufhören, aber das ist einfach die Geschichte, die Wahrheit muss mal raus. Ja? Also es ist jetzt die Alt-Nickel-Horror-Show gewesen, glaube ich. Aber ich habe meinen Humor trotzdem nicht verloren. Aber ich habe halt die entsprechende Nähe auch als Kind schon gehabt, weil meine Eltern natürlich auch nicht gerade schöne Storys erzählt haben, was bei der Vertreibung passiert ist. Ne? Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also diese Gruselsachen mit Verstümmelung und, ich will da gar nicht jetzt Direktor werden. Na, wen das interessiert, der kann sich auch solche Bücher mal besorgen, da sind auch entsprechende Fotos dabei. Übrigens muss man sagen, dass die Tschechen selbst, also jetzt die jüngeren Generationen, durchaus, also die haben da einen Film sogar gedreht, ja,
dass es wirklich so war, wo sie dann also mit Autos auch Leute dann, die da lagen an der Seite, die noch nicht tot waren, da noch überfahren haben und was weiß ich und der ganze Grusel. Und es ist ja so, diese Benesch-Dekrete, ja, also wer das nicht weiß, der Benesch war ja damals also der Staatsführer und der hat ja quasi, ich sag mal, den ganzen Sumpf, den es in jedem Volk irgendwo gibt, ja, dazu animiert quasi die Leute abzuschlachten, ja. Ne? Und das ist dann natürlich auch prompt passiert. Also Plünderung, Vergewaltigung, Leute also wirklich an die Türen nageln und alles und Schlimmeres, ja. So. Und das ist Fakt, ja. Ich habe hier so ein dickes Buch, die ist sogar von der Bundesrepublik rausgegeben. Ein Zeugenbuch, was in jedem Dorf da so passiert ist, was Überlebende dann geschildert haben und so. Ne? Also es ist auch nicht erfunden, was ich hier erzähle. Und ich erzähle jetzt absichtlich nicht die schlimmsten Gruseleien, aber die Leute haben ja wahrscheinlich Fantasie genug. Und ja, und das ist alles, wird überhaupt nicht erwähnt. Und das geht so weit, dass hier Oldenburg ist zum Beispiel, bestand also damals 40% aus Flüchtlingen. Ne? Große Teile davon haben hier das aufgebaut auch wieder. Ne? Und weil die waren ja auch fleißig und die mussten ja auch ordentlich arbeiten, dass überhaupt wieder zu was kam. Mein Vater hat Dienst getan beim Bauern als Knecht. Ne? So. Hätte er normal nicht nötig gehabt, das gab er nicht zu fressen, was sollen die machen. Meine Mutter war zum Glück Schneiderin, die ist dann auch zu Bauern und hier so in die Umgegend gegangen, hat dann Hausnähen gemacht. Also die Sachen da gepflegt und auch mal ein Kleid genäht und dann sowas. Ne? So war das halt. Und wir wurden dann einquartiert, das Gesetz besteht übrigens immer noch, bei Leuten, also so ein 8 Quadratzentimeter Zimmerchen, wo sich dann alles abspielte. Also schlafen, normales Leben und tralala. Ne? So. Gut, ich war dann noch recht klein, ja, hab das gar nicht mehr alles so in Erinnerung. Und sind dann in eine etwas größere Wohnung gekommen, aber ich habe eben das Ganze so bemerkt. Die Oma, die kam dann auch aus dem Osten dazu und was weiß ich. Naja, jedenfalls weiß ich, wovon ich rede. Ja. Und das war schon eine spannende Zeit, ne, das Ganze. Und natürlich mit Mangel und. Ne. Also so es gab kein warmes Wasser aus der Leitung, es gab auch keine Heizung. Also das war alles, ich habe dann aus dem Kindergarten immer schon irgendwelche Hölzchen mit nach Hause gezerrt. Ne. Wenn mal ein Sturm war, dann sogar einen größeren Ast, damit es was zu brennen gab. Habe ich meinen kleinen Teil schon dazu getan. Also an sowas kann ich mich noch erinnern. Ja gut, ich will jetzt keine großen Familiengeschichten hier erzählen. Aber es war schon eine wilde Zeit, die sich heute kaum einer vorstellen kann. Na, ja, aber es ist insofern schon spannend, Werner, weil ich meine, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht gerne willst, du bist ja halt doch schon jetzt... ja, ich war 72. Genau, du bist 72, dafür hast du dich super gehalten, betreibst du Sport, bist sehr aktiv nach wie vor. Aber du hast eben halt auch da dementsprechend Erfahrung und das ist schon sehr wertvoll, wenn das auch weitergegeben wird. Also ich war auch sehr dankbar, als mir meine Großmutter, die eben auch Zeitzeugin des Zweiten Weltkrieges war, Geschichten erzählt hat. Ich war da total wissbegierig und mein Urgroßvater war sogar noch General im Ersten Weltkrieg. Ja. Aber da war ich ein ganz ein kleiner Junge, da war ich 7, also da war ich noch zu jung, um wirklich tiefgreifen da jetzt. Ja. Aber den habe ich noch erlebt, ja, den Onkel Stefan hieß der. Ja, ja, ich hatte auch hier schon einen alten Herrn, ich glaube 91 oder 92 Jahre war der, der war aber noch klar bei Verstand, der auch in einem dieser, also nicht in den Rheinwiesenlagern, aber so einem ähnlichen Lager war und hat dann das alles bestätigt. Ne? Ich versuche auch immer Leute irgendwie noch zu greifen, solange die noch leben, die wirklich da waren, ja, richtige Zeugen, ne? Weil schreiben können die Leute ja viel, ne? Gut, es gibt ja Bilddokumente und alles mögliche, aber das finde ich auch immer total spannend. Ne? Der Gag war übrigens bei meinem Vater, der war ja erst im Westfeldzug und dann in Russland, da hat er sich die Zähne abgefroren und das nur mal so dazu, wie toll die Bundesrepublik dann für die Soldaten gesorgt hat. Da kriegt er also jetzt nicht irgendwie da eine Rente oder sowas, war ja dann... Es war jetzt keine riesige Behinderung, aber immerhin, er konnte bestimmte Sachen dann doch nicht mehr so gut machen. Hat er dann Schuhe bekommen. Alle 2-3 Jahre gab es dann mal ein paar so Schuhe eben für die kaputten Füße. Ne? Auch die Schuhe haben sie dann nachher gestrichen. Ne? Und da ging bei mir gleich eine Birne auf, da war ich ja noch jung. Ja? Habe ich gesagt, naja, das ist ja ein toller Staat. Ne? So sorgt er jetzt für seine Soldaten, die für uns gekämpft haben, ja? Indem denen auch die Schuhe noch gestrichen werden. Ne? Ich meine, die Zehen sind ja nicht wieder angewachsen. Ne? Die waren einfach weg. Ja. Also das nur mal so nebenbei, ich fühle mir jetzt so ein, das ist absolut irre. Ne? Also wieder bei der Horrorshow. Und das ist ja, weißt du, das ist ja genauso gewesen, vielleicht erinnern sich die Leute noch dran, hier unter Scharping war es ja so, da sind jede Menge Soldaten, haben sich gemeldet, Krebs gekriegt und so durch Funk und Radar und diesen ganzen Scheiß, ja. Und ja, das werden wir großzügig regeln, also ich glaube, das sind einige jetzt noch im Klagen. Also auf jeden Fall hat das ewig gedauert, bis sie überhaupt was gekriegt haben, aber groß die Klappe aufreißen, dass du das also,
also ohne große Formalitäten werden sie den Leuten helfen oder scheiße was fürs Fernsehen erzählen, aber in Wirklichkeit haben sie die dann doch sitzen lassen. Und das ist in Amerika so, das ist ja noch schlimmer sogar. Und überall, weißt du, groß heroisch, wenn die jungen Leute mit 17 teilweise in den Krieg gejagt, ja, in den USA können die mit 17 da schon eingesetzt werden. Und dann kommen sie wieder verkrüppelt mit einem Bein oder gar keinem Bein mehr und solche Sachen. Und dann können sie sehen, wo sie bleiben. Ne? Richtig. Also es ist, also die psychischen Schäden, die kann man gar nicht ermessen. Ja? Mein Vater war Messdiener, katholischer Messdiener, gerade für so einen, ja, der also dann gläubig und so weiter, der hat seinen Glauben verloren im Krieg. Ne? Ist ja klar. Ne? Und deswegen, ich selber bin dann auch nicht zur Bundeswehr gegangen. Das war ja auch der Witz, wie sie dann NATO und so weiter, dann brauchten sie uns ja wieder, ne? So, die bösen Deutschen, ne? So. Und dann haben ja die Generale haben gesagt, ja, ihr könnt euren Krieg alleine machen, ja? Wenn ihr nicht zum Teil wenigstens wieder unsere Ehre herstellt, ne? Gut, dann sind sie ein bisschen sparsamer in der Hetze geworden, weil die haben stumpf gesagt, da könnt ihr sonst was machen, also wir werden dann nicht in die NATO gehen, ne? So. Also nicht mithelfen beim Kriegsspielen, ne? Und damals war es ja auch eine reine Verteidigungsarmee, ne? Bis es dann losging hier, ne? Also auch ja die unter grüner Beteiligung, ne? Joschka Fischer, vergesse ich nie, in Norddeutschland waren wir alle so sauer da bei den Grünen, da waren die Grünen noch, ja, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Demos. Ne? Das ging ja gar nicht. Ne? Also die Grünen mit in der Regierung und dann würden die grüne Basis wieder auf die Straße gehen. Ne? Dann sind die mit ihren, ich sag mal, Kommissaren, ja, also die oberen Heinis, dann von Ortsverband zu Ortsverband gelatscht und haben uns dann versucht, da zu erzählen, ja, das muss ja gemacht werden, das wäre ja, ne, also fast wie ein zweiter Holocaust und seine Scheiße haben die uns erzählt, ne? Nur damit wir ruhig gestellt wurden. Ne? Also das mal dazu. Ne? Also dieses Gelüge, das hört nie auf. Ne? Und deswegen, ich bin ja auch nur so lange bei den Grünen geblieben. Ich meine, in anderen Parteien ist es auch nicht viel besser, sage ich gleich dazu. Ja? Und weil ich noch die Basis aufklären konnte, was sie mir nachher auch untersagt haben. Ich habe mal 2,5 Jahre mich dann versucht rauszuschmeißen, was sie nicht geschafft haben, mangels Argumenten. Ja. Und letztendlich bin ich dann freiwillig gegangen, weil ich irgendwann 30. Nach 33 Jahren, glaube ich, gell? Mit 33, ja. Also ich bin im 33. Rang, ne? Das war nicht meine Freimaurer, Leute. 33 Jahre bei diesem komischen Haufen, ja. Wie gesagt, also die Basis spreche ich jetzt nicht als den Haufen an, aber viele haben auch wirklich keine Ahnung. Von Geopolitik schon gar nichts, ja. Die meisten, ich will da ja nicht allen jetzt wehtun, und machen durchaus auch vernünftige Klein-Kleinarbeit, ist auch wichtig, ne? Was weiß ich, Baumschutz und Frösche und Kleintiere, was weiß ich alles, ist auch eine wichtige Nummer, aber sie sollten sich doch auch mal vielleicht mal über die übergeordneten Sachen ein bisschen kümmern, weil das ist vielleicht sogar noch wichtiger, ne? Zumindest nicht zu vernachlässigen. Ne? Ja. Ja. Total wichtig, und das war jetzt auch ein sehr spannender Exkurs, mal so das alles aufzudröseln. Wir könnten noch viel tiefgreifender, ich könnte zum Ersten Weltkrieg auch noch einiges erzählen, aber das heben wir vielleicht noch für einen zweiten Teil auf. Genau, das nachbearbeiten, genau. Weil da habe ich einiges noch, könnte ich einiges sagen. Aber es ist sehr wichtig eben, und da bin ich sehr dankbar, dass du uns da auch den Leuten das Wissen weitergibst, auch diese Erfahrung, die du bei den Grünen gemacht hast, die du bei Greenpeace gemacht hast, bei all diesen Schwachmatenvereinen, immer, wo oberflächlich alles ideologisch und toll ist, ja, wird dann alles im Laufe der Jahre korrumpiert durch Lobbykratur zu einem Moloch, wo auch nur noch es alles um Geld, Macht und blanken Irrsinn geht, ne? Ja, also bei Greenpeace muss ich sagen, ist ein bisschen anders. Also das war ja wirklich eine wie es ganz früher, ich war ja nicht von ganz von Anfang dabei. Ne? Also die fingen, ich glaube, 1980 oder so, fing Greenpeace dann in Deutschland an, in den USA ja früher, also schon gegen die Atomversuche und so, das war ja auch alles okay. Ja? Ja, da war da der Paul Watts, der noch Gründer, der sich ja dann getrennt hat, ne? Genau, ja. Nicht? Aber danach war das auch alles noch okay, das ging also auch bis in die 90er Jahre, war das eigentlich alles in Ordnung. Und selbst bis, also wenn man es genau nimmt, bis 2003. 2003 war der absolute Einschnitt. Da durfte nichts mehr gegen die amerikanischen Angriffskriege gesagt werden. Passierte auch nicht mehr. Nichts mehr gegen Uranmunition. Also der letzte Beitrag war von Volo, Wolfgang Lubeck, ein recht guter Beitrag noch über Uranmunition. Und danach war wie abgeschnitten. Weg. Wenn man heute auf die Seite geht, du findest nichts mehr von dem ganzen Zeug. Ja? So. Und das fing an, also wenn wir so einen kleinen Ausflug nochmal zu Greenpeace machen, Das wird ja zu viel verallgemeinert und sagt, ja, das ist das auch gekauft von der anderen Seite. Nee, das stimmt so nicht. Ja? Das heißt, das Gros der Spendeneinnahmen kam an kleinen Spenden, 50 Euro und so. Ja? Wir hatten 600.000 Förderer, da kam das große Geld rein. Die anderen Summen, das war peripher, das war nur wenig.
und ist auch gar nicht meist in Deutschland gelandet, sondern bei Greenpeace International in Niederlanden. Ja? Und die ganze Zeit. Aus steuerlichen Gründen. Wahrscheinlich. Ne? Ja. Egal. Das interessierte mich auch gar nicht. Aber es ist ja so gewesen, das war von der Strategie auch okay. Das ist nicht von vornherein irgendwie so schräg gesteuert worden. Weil wir konnten ziemlich gut agieren noch zu einer Zeit, bis wie Schröder hier in Niedersachsen Ministerpräsident war. Der ja nachher hier die Vorstandsvorsitzende Frau Griefahn dann in die Politik geholt hat. Und alle, das waren natürlich Wähler, nur um Wähler zu kassieren. Weil die Leute haben gedacht, oh, jetzt geht eine von Greenpeace auch noch vom Vorstand, die geht jetzt in die Politik, in die SPD, jetzt muss man die SPD wählen. Wie die denn da war, konnte sie gar nicht mehr viel machen, wurde gleich kaltgestellt. Ja? So läuft es halt. Ne? Reine Machtgeschichte. Ne? Also das habe ich ja alles engstens mitgekriegt. Ich war übrigens mit dabei, wir haben ein niedersächsisches Energiegesetz miterarbeitet, ja, mit schlauen Vorschlägen, das war alles fertig. Kam in eine Schublade unter Schröder. Ne? So. Ich meine, Schröder war immerhin so ehrlich, weil er ja mitgemacht hat beim Kosovo-Krieg, und das wusste er, dass das ein völkerrechtswidriger Krieg ist, ja, dass er das vor ein paar Jahren mal zugegeben hat. Und er hat gesagt, ich weiß, ne, das war nicht gut, das war ein völkerrechtswidriger Krieg. Allerhand, immerhin. Ich meine, es sind alles... Ich will jetzt nicht beschimpfen, die Leute. Es sind alles Leute, die nicht gerade harmlos sind. Ja? Ne? Aber immerhin, er hat es immerhin gesagt. Ne? Vielleicht hat er noch so ein Restgewissen. Ja? Keine Ahnung. Aber ein Machttyp ist es sowieso. Ne? Aber wer ist das nicht an den Spitzen? Das sind in der Regel, also von der moralischen Ebene, eher eine negative Auswahl. Ne? Ja, ist und, ja klar. Und das, wenn ich das also von den Grünen mal noch so sehe, immer schlimmer. Immer weniger Wissen. Leute, die, also ich sag mal, in der Wirtschaft an sich nichts geworden wären, ja, was mache ich denn? Gehe ich in die Politik? Also kann ich, da kann ich Namen nennen. Ja. Und das sieht man ja heute auch. Ich meine, selbst in Spitzenpositionen, die jetzt ausgelobt werden als zukünftige Bundeskanzlerin, hört euch die Reden mal an. Es ja, das ist Weltklasse, die bringt ja keinen geraden Satz raus, diese Frau. Ja. Ja. Aber ich meine, Habeck ist ja auch nicht viel besser, der hat auch schon in den Schwarzen gelabert. Ja. Ja. Also das sind Möchtegern-Politiker, die im Grunde überhaupt gar keinen Schimmer haben, aber das braucht man ja wahrscheinlich auch, dass sie quasi in ihrem, ich sag mal, Machttrunkenheit, die sie haben, obwohl sie gar keine Macht haben, real, ne? Eben hochgehieft werden, weil sie dann eben eine bestimmte Kasperle-Figur abgeben sollen. Ne? Also das war eine ganz andere Geschichte. In finanzieller Hinsicht, wenn man das mal sieht, damals sind Leute, die also für Finanzen zuständig waren, abgetreten wegen einem minimalen Minus in der Bilanz. Heute geht es nicht um Millionen, da geht es um Milliarden, es geht um Billionen inzwischen. Vollkommen unvorstellbar fürs Volk. Ne? Also die meisten, es gibt genug Leute, wenn du sagst, eine Billion, was ist das denn? Wie viel ist das denn? Ja, dass das 1000 Milliarden sind. Ja? Und eine Milliarde auch nochmal 1000 Millionen. Also das ist einfach nicht mehr fassbar. Das ist unglaublich. Macht sich da auch keine Gedanken mehr, dass wir noch jetzt, wir werden über 1000 Jahre brauchen, um das abzustottern. Das ist natürlich nicht machbar. Also deswegen wird es auch eine Währungsreform geben und solche Scherze. Und auch nicht mehr ganz lange wird es dauern. Ist das schon lange gewusst? Nächstes Jahr, was ich weiß. Ja, ich habe hat man auch vor ein paar Jahren schon gesagt. 2004 hatten wir eine Information von einem SPD-Menschen im Bundestag. Weißt du, was der gesagt hat? Im Frühjahr war das. Der sagte, wenn wir das und das nicht hinkriegen, ja, bis zum Herbst knallt die Kiste an der Wand. 2004. Und da habe ich ein paar finanzielle Entscheidungen getroffen für mich, weil ich gesagt habe, jetzt wird es aber höchste Zeit. Und meine Frau sagte dann schon immer, also, sag mal, wann ist es denn soweit? Jetzt haben wir bald 2022. Also, ich meine, es ist eine Weile her, seit 2004. Ne? Ich habe damals noch, also, ich habe ja nicht so sehr viel Geld gehabt oder so, aber ich hatte ja immerhin schon meinen Fernsehladen und habe ja dann nachher auch Photovoltaik gemacht. Den Fernsehladen habe ich ja 92 dann verpachtet. Man hat nur noch Sonnenstromanlagen installiert und so. Übrigens die meisten selber, fast 300 Stück. Ja. Und 300 Stück? Ja, ich habe auch einen deutschen Solarpreis gekriegt, weil ich mit einer der ersten Solarautos, aber ganz kleinen, sparsamen Solarautos, ne, auch mit Sonnenstrom getankt. Und naja, gut, das ist eine andere Geschichte. Was wollte ich denn jetzt sagen? Wo bin ich denn jetzt eingestiegen? Ja, dass du genügsamer Mensch warst mit wenig Geld und die Krise schon 2004 dir rausgebracht. Genau. Richtig, so. Und die haben alle gedacht, ich spinne. Weil ich bin natürlich auch bei den Grünen überall rumgerannt, gesagt, und auch bei Greenpeace und so. Die sagen, Leute, wenn ihr irgendwie Geld habt, schafft euch mal ein paar Silberstückchen an. Oder wenn ihr mehr Geld habt, ein paar Goldstückchen, ja. Weil das knallt jetzt bald, ne? Und die gedacht, der hat eine Macker, der Kerl. Damals eine Unze, ja, 33 Gramm für $400. Heute sind wir bei 2000 ungefähr. Ne? Zumindest kurz davor. So.
Und das wird hochschießen, das sagen jetzt schon also Finanzspezialisten, wenn es knallt, mindestens auf 2, 3, eventuell 5.000. Also das Zehnfache. Ja. Aber ich habe das nicht aus spekulativen Gründen gemacht. Verstehst du mich noch? Ja, ja, alles gut. Okay, okay. Sondern ich wollte nur mein mühsam erspartes Geld retten. Weil ich habe also kaum, also 250 Euro Rente, ja, kannst du nicht von leben. Also ich habe das dann halt anders gemacht. Ne? Das war auch gar nicht so wenig schlau. Aber ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so eine Steigerungsrate da gibt. Ne? Ich wollte eigentlich nur das Geld sichern, damit man nicht da Papierscheine hat, wenn es da eine Inflation gibt und jemand da mit der Schubkarre dagegen fahren kann. Ne? Die Zeiten hatten wir ja schon mal 1929. Ne? Ja, klar. Naja, gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber das ist auch wichtig, Leute. Also wenn ihr irgendwie noch Ersparnis habt, bitte holt es von der Bank. Es ist wirklich höchste Zeit. Ja? Und ich meine, 2004 war es noch nicht höchste Zeit, aber das wussten wir nicht. Das hätte schon knallen können. Die nächste Zeitpunkt im Jahr 2000 war schon ganz rappelig. Da haben in den USA schon die Leute protestiert von den Verbänden, also wegen Geld und so. Und das konnten sie ja gut tun wegen 2001 mit den Türmchen, die umgefallen sind, ne? Also gesprengt worden sind. Und so haben viele vom Volk gedacht, ja, jetzt ist die Krise eingetreten wegen dem Terroranschlag. Ne? Ja, und die nächste Finanzkrise war dann 2008, ne? Durch die Blase mit den Häusern und Grundstücken. Die Blase haben wir jetzt in Deutschland auch. Ne? Und so weiter und so fort. Ne? Von einer Blase zu anderen. Ja, auch lustig, weil ja gerade bei der Lehman Bank, das wissen auch die wenigsten, die hat man ja ganz bewusst krachen lassen, weil da die Europäer am meisten ihr Geld drin hatten. Ja, die Twin Towers, wer hat ja am meisten geblutet? Die Commerzbank. Nur ne? Die Allianz. Und die Allianzversicherung. Ja, die Allianz, ja. Ja, genau, die Allianz war auch mit drin. Ne? Ja, ja. Und, ja, ja. Und ich glaube, ich auch die Schweizer Rück, ne? Ja. Ja, bitte. Und was? Das Doppelte kassiert, ja? Hat er, Larry, ne? Silverstein, der Mann ist ja... Silverstein, ne? Ja. Ja. Und Silber lieb ich sehr, ne? Kannst auch gut gebrauchen. Also, die Leute hatten nochmal ein bisschen mehr, ne? Also, die haben immer ihren Schnitt gemacht, ne? Und der wusste ja, was passiert vorher, gehe ich mal von aus, ne? Also, ja. Weißt du, die machen nicht nur eine Win-Win-Situation, sondern eine Win-Win-Win-Situation. Also, manchmal sogar zum Quadrat, ne? Also, man sieht es ja, wie in kurzer Zeit die Leute zu Multimilliardären werden. Also, Millionär ist ja schon viel für die normalen denkenden Leute. Ja, aber ich muss da immer so schmunzeln über so Mythen wie, weiß ich nicht, Google wäre in einer Garage gegründet worden. Ja, diese Sachen. Oder bei uns, wir haben so einen, der heißt René Benko, das ist der österreichische Warren Buffett, kann man sagen. Die verwalten halt die Gelder des tiefen Staates, um das irgendwie weiß zu waschen und nichts anderes. Ja, ist der ein Job. Ja. Ja gut, bei Gates, das kann man nochmal kurz aufdröseln, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich meine, das ist ja so, dass die Mutter einer Familie, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das war schon eine reiche Familie, also schon von mehreren Generationen her. Und die haben ihren Sohnemann dann eben untergebracht bei IBM, wo also ganze Abteilungen dann quasi da Sachen entwickelt haben. Und diese Entwicklungsgeschichten sind dann eben dem Sohnemann da zugeflossen. Also das war nicht so, dass der das alles jetzt in seiner Garage zusammengefriemelt hat, ne? Sondern da ist viel Wissen von IBM mit reingeflossen. Ne? Das nur mal so am Rande. Ne? Das war die wahre Geschichte, die ich ja so in der Literatur gefunden habe. Also jetzt nicht auf dem Schwurbelsender, sondern das war auch irgendwo. Mit dem verstorbenen Apple-Mann, Steve Jobs, die waren ja früher zusammen noch, ne? Gates und Jobs. Ja. Dann haben sie sich zerstritten. Ja. Ja, IBM, genau, IBM. Ja, und ich meine, da hat das Wissen damals gesteckt, ne? Das ist ja klar. Ne? Und in der Garage mal was zusammenzufriemeln, also bitte sehr. Ne? Also ich meine, ich komme mal ein bisschen aus dem Fach. Ne? Also, ja. Und ich habe damals noch eine andere Ausbildung gekriegt, wir konnten wirklich die Sachen noch reparieren. Ich meine, heute ist ja alles Blackbox. Ne? Wenn du heute in so ein, egal ob es ein Fernseher ist oder sonst was reinguckst, da hast du ja nicht mehr viel so Einzelteile rum. Ja, wir mussten noch einzeln das lernen. Also wie überhaupt die Signale entstehen und jeder Widerstand, jeder Kondensator, jeder Transistor und so weiter. Ich habe die Röhrentechnik auch noch mitgekriegt und so weiter und so fort. Ja, das ist schon eine spannende Nummer. Ne? Übrigens mit den Röhren, also jetzt kriegsmäßig, die Russen sollen teilweise wieder, also sowohl in ihre Panzer oder sogar teilweise in die Flugzeuge, da weiß ich es aber nicht genau, wieder Röhrentechnik, also mit Mini-Röhren eingebaut haben, weil die sind ja robust, ne?
da kannst du ruhig also ordentlich mit elektromagnetischen Waffen drauf rumballern. Die krepieren nicht gleich. Also alles auf Siliziumbasis lebt nicht lange. Da musst du eine riesen Abschirmung umzubauen und selbst das, also da gehen immer Kabel rein und raus, ist total gefährlich. Die haben damals die Starfighter, haben die ja runtergeholt vom Himmel im Korea und im Vietnamkrieg durch so kleine Kästchen, die Russen denen da quasi zur Verfügung gestellt haben. Ja, Starfighter, ja. Das ist jetzt sitzen wir da, wir haben 2021. Werner, jetzt möchte ich von dir zum Schluss noch so, gar nicht, so einen kurzen Ausblick. Glaubst du, hast du die Hoffnung, dass die Menschen rechtzeitig irgendwie jetzt auch in die Eigenverantwortung übergehen und wir diesen ganzen Great Reset, Schwurbel, Enteignungswahnsinn entkommen können, oder ist das Ding für dich gelaufen? Also ich habe ja relativ viel Erfahrung mit Leuten gesammelt, also sowohl Greenpeace als auch die andere Vereinigung. Ich war auch in der Friedensbewegung damals schon ganz früh. Ich weiß, ja. Die verstarb dann ja so gut wie, oder so hat Stille gehalten, wenn man so sagen. Und dann auch die neuere Friedensbewegung habe ich noch ein bisschen mitgemischt. Habe mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, selbst auch Lehrlinge ausgebildet und. Auch Prüfungen abgenommen. Also ich muss leider sagen, die Menschheit hat sich wahrscheinlich seit der Steinzeit nicht groß weiterentwickelt, leider. Solange sie im Warmen sitzen, was zu essen und zu trinken haben und Unterhaltung, kommen sie mit dem Arsch nicht hoch. Und ich musste feststellen, also ich habe ja selber hier seit 15 Jahren ungefähr so einen Club an Leuten zusammen gehabt, die wirklich hoch informiert waren, die ich auch noch immer weiter informiert habe. Selbst von denen war nur ein Bruchteil in der Lage oder willens, ja, was zu tun, in die Tat zu kommen. Es nützt also letztendlich auch nicht viel, wenn ich viel weiß. Ich muss, und jetzt in den jetzigen Zeiten, gut, dass du das nochmal fragst, Leute, bereitet euch vor. Ne? Ich meine, ihr müsst Vorräte zu Hause haben, ihr müsst auch Wasser zu Hause haben, und zwar ein bisschen mehr. Oder ihr müsst euch halt so einen Wasserfilter anschaffen. Ja. Ne? Gibt es auch so Transportable, die sind zwar nicht so ganz billig, also so ab 100 Euro kann man sowas kriegen. Die echt guten kosten dann schon 300 Euro, wo man dann 50.000 Liter Wasser, da kannst du auch Pfützenwasser mit sauber machen. Ja. Und auch steril, der Kohlefilter drin und so. Also an solche Sachen mal zu denken, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, und die Jüngeren sowieso nicht, weil da kommt immer das warme Wasser sogar aus der Leitung, dass da tatsächlich mal unter Umständen gar keins mehr rauskommt. Ja. Und als Tipp, ich habe jetzt den Titel nicht im Kopf, aber müsst ihr mal googeln, es gibt einen guten österreichischen Film, wo sie sagen, also Stromausfälle, und dann stellen die da, was schon abgeht nach 14 Tagen. Da wird schon schaurig. Ja. So, und also ich sag mal so, besser für 6 Monate Vorräte. Minimum sind 14 Tage. Damit überhaupt, also wenn Staat überhaupt noch handlungsfähig ist, dann innerhalb dieser 14 Tage noch agieren kann. Wenn er sowieso nicht mehr handlungsfähig ist, also sprich Totalstromausfall überall, ja, da kannst du es eh vergessen. Da ist nur noch Überleben angesagt. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede, ich war beim Zivilbevölkerungsschutz, ich kenne die Katastrophenpläne. Wir haben auch geübt, also als Sanitäter dann hier Triage und so, wer lohnt sich noch, wer lohnt sich nicht mehr. Ja. Also das war alles eine harte Nummer, und auch die Filmchen, die wir uns gezeigt haben, das ist manchen damals so schlecht geworden, dass wir es gleich aufgegeben haben, das Ganze. Ja gut, oder auch nicht gut, das ist absolut wichtig. Schafft euer Geld, wenn ihr noch was bei der Bank habt, um Gottes Willen da weg. Ja. Ich meine, das müsstet ihr wissen, dass im Kleingedruckten steht, alles, was bei der Bank liegt, ist nicht euer Geld. Ja? Das ist Bürgungskapital. Ne? Ihr Bürger bürgt. So. Und wenn die pleite geht, die Bank, dann ist euer Geld weg. Und auch das, was im Schließfach ist, wenn ihr denkt, ihr könnt da ein Schlüsselchen hingehen, nee, den machen die vorher leer. Ja, da kommt ihr gar nicht rein. Und das wird ganz schnell gehen, da wird es keine Vorwarnzeit geben. Das wird so ablaufen, da wird Merkelchen oder je nachdem, wer dann dran ist, wird am Freitag vor das Mikrofon treten und sagen, Leute, nächste Woche ist für 3 Tage erstmal die Banken dicht, ja, und dann wird es geschehen. Und dann wird erstmal nur Geld ausgegeben, was du für die Woche brauchst, 60 Euro oder sowas um den Dreh, ja. Und der Rest des Geldes, den wirst du nie wiedersehen. Ja? Und wenn sie dann eine Währungsreform machen, dann wirst du vielleicht davon ein Zehntel wiederkriegen und wenn du Glück hast, 30%, das wissen wir alles nicht. Aber bei den Schulden, die wir an den Hacken haben, ist da gar nichts sicher. Es hat auch schon ein Goldverbot gegeben, also Besitzverbot. Sollte man auch mal gucken, wie man sich das besorgt. Ne? Also nicht jemandem was rauben. Ne? Aber sobald ihr was Internet bestellt, wissen wir sowieso vollkommen, was los ist. Ne? Aber es gibt ja noch Möglichkeiten, zumindest also kleinere Summen kann man ja auch so noch kriegen. Ne? Also ohne Quittung oder Festhalten, ne? Dass sie gleich wissen, was. Ja, aber was
viele haben jetzt halt auch nicht mehr, gar nicht die Möglichkeiten, ja, da jetzt groß in Gold und Silber, also für mich allein, ich kann es nur, für mich ist es utopisch. Was ich gerade angehe, ist Krisenvorsorge in dem Sinne, dass ich jetzt zumindest mal dann für so 2-3 Monate Konserven. Ja, Nahrungsmittel, natürlich. Genau, das brauche ich zum Leben. Wenn ich nichts zu essen habe, nützt mir gar nichts. Das Gold steht auch nicht genau. Aufpressen. Nein, ich sag's nur deswegen. Es gab ja Leute hier in Bremen auch, ich kenne den Typ sogar, der das mitgemacht hat, also diese Regionalwährungen da, ne, zu machen. Ne? Mhm. Den Bremen-Taler und solche Geschichten. Das brauchen wir alles gar nicht. Wenn du dir Silbermünzen kaufst, die sind ja nicht so teuer. Ich meine, die haben auch schon mal 18 Euro gekostet, jetzt kostet es fast 30 Euro. Aber das ist ja noch machbar. Wenn du mit so einem Ding da zum Bauern gehst und es nichts mehr zu fressen gibt, ja, kannst du tauschen, ja. Da konntest du, früher war das so, für ein so ein Silberstückchen, das ist ja nicht so, dass das Silber jetzt wertvoller geworden ist. Das hat immer denselben Wert eigentlich. Ne? Also abhängig davon natürlich von Industrieproduktion, weil 90% davon wird ja verbraucht. Ja? So, bei Gold ist es anders. Aber das ist einfach werterhaltend gewesen. Und wieso ist denn der Goldpreis so teuer? Weil die Währungen einfach im Eimer sind. Weil sie einfach nur noch auf Schulden basieren. Und da ist ja nichts mehr an Gegenwert. Fertig, aus. So, und wenn ich jetzt so ein Silberstückchen habe oder wenn ich ein bisschen mehr Geld habe, mir nach und nach mal so ein Ding zulege, ja, dann habe ich immerhin was in der Hand, was als Ersatzwährung sofort brauchbar ist. So. Mhm. Ja. Natürlich ist vorwiegend lieber ein paar Konservendosen als das Silber, ist ja klar. Wenn ich aber das eine nicht habe, ja, dann mindestens das andere. Und Tauschmittel. Also zum Beispiel Konservendosen, ja. Also gerade hier, was auch noch ziemlich billig ist, auch jetzt noch, also klein und reicht aber als Tagesration, Ölsardinen. Eine Ölsardinendose hat Proteine, hat das Öl da drin. Das ist, wenn jemand hungert, das ist ganz wichtig. Natürlich kannst du nicht einem Hungernden sofort eine Ölsardinendose geben. Das haben übrigens die Briten gemacht, wie die hier in die Lager dann reingegangen sind. Sind die mit Konservendosen mit Ölsardinen reingefahren? Die Leute, die sind krepiert da dran. Weil du musst dann ganz langsam wieder anfangen zu essen. Du kannst dann nicht einem fast Verhungernden sowas reinhauen. Das ist dann gar nicht mehr verdaulich. Ne? Ja gut, das nur nebenbei so. Aber das ist ganz wichtig. Also da kümmert euch drum und sichert auch eure Häuschen ab. Ja? Also wenn es wirklich mal rund gehen sollte, ich hoffe nicht, aber ich sage immer so, wenn man sich vorbereitet auf bestimmte Dinge und die nicht eintreten, du freust dich immer. Bist aber nicht vorbereitet, auch auf das Geringste, na, Prost Mahlzeit. Ne? So. Mhm. Und es ist nicht witzig, wenn also sagen wir, Familienvater die Kinder grillen vor Hunger und die Frau auch noch, dann wird er unangenehm, der Mann. Ja? Ne? Auch dem liebsten Nachbarn gegenüber, da kannst du ruhig vorher eine Grillfehde gemacht haben, das ist nicht mehr lustig. Ja? Und dann werden auch wahrscheinlich, ich würde euch jetzt keine Angst machen, Leute, ne? Aber ich weiß, was in solchen Szenarien passiert. Ne? Weil ich A, die Ausbildung habe und zweitens eben das Vorwissen von meinen Eltern, was da passiert ist, wenn es dann rund geht. Da muss auch mal rechnen, dass dann also sich ein paar zusammenrotten, ne? Und ganze Truppen da durch die Straße ziehen und die suchen sich das Haus aus, wo es am meisten leichtest reinkommt. Oder wo sie vermuten, das am meisten zu holen. Ja? Ne? Also, da gibt es schon etliche Sachen. Ich habe übrigens 2 Vorträge gemacht. Ich muss mal gucken, ich werde die wahrscheinlich nochmal hochladen. Ich glaube, einer ist auch sogar noch drauf. Eine also, AZK weiß ich, den kenne ich, aber was hast du noch? Nee, der hat mit Vorbereitung nichts zu tun. Ich habe endlich mal einen gemacht, also quasi für Autarkie, also Vorbereitung auf Krisenzustände. Ja. Ich habe auch zum Lesen auf chemtrail.de, wenn ihr ganz runter scrollt, auf der rechten Seite, habe ich ein Katastrophenschutzheft drin, als PDF. Das sind so die wichtigsten Tipps, was man braucht. Da steht natürlich drin, jetzt 14 Tage oder so. Ich meine, 14 Tage ist besser als nichts, ist klar. Aber wenn ihr es irgendwie machen könnt, dann holt euch ein bisschen mehr an Land. Und wenn ihr in der Gegend irgendwo wohnt, wo ihr an Bauern rankommt, fahrt da mal hin, guckt mal, ob ihr da auch sowas mal kaufen könnt, auch wenn ihr da noch ein paar Eier kauft. Wichtig ist, dass die dich kennen. Ja? Weil wenn es rund geht, machen die Tür nicht mehr auf. Ne? So, wenn sie dich nicht kennen. So, das ist auch ganz wichtig. Also ja. das sind die Essentials zum Überleben. Also ich meine, vielleicht kommt es nicht so arg, aber ich fürchte, es kommt so arg. Wenn die da also wirklich mit dem Krieg anfangen. Und Friedman hat es ja gesagt, ne? Also der Friedman da aus den USA. Der Stratfor. Stratfor, genau. Der hat ja gesagt, ja, Europa wird sich an Kriege gewöhnen müssen. Ich meine, der Knabe lügt ja auch nicht. Und der weiß, was geplant ist. Und auch Michael Hayden hat es ja 2008 schon gesagt. Für ja, 2020. Er hat es ja ausgeführt, also ich wollte das nochmal kurz zitieren, dass er quasi hat gesagt, also seit mehr als 100 Jahren war es immer das oberste Ziel Amerikas, Deutschland und Russland nicht zusammenkommen zu lassen. So. Und das Ziel ist immer noch da, ist ja klar. Und deswegen sagt er eben Kriege. Ja, keine Riesenkriege mit Millionen von Toten, aber Kriege schon. So, boing. Ne? Also die Aussage ist ja schon was. Sondern die Elite wahrscheinlich erstmal. Ne? Weil sie können unmöglich so viele Leute umbasteln. Aber wenn sie erstmal schon mal genug umgebracht haben in der Zwischenzeit, dann wird es schon irgendwie klappen.
In der Welt möchte ich nicht leben. Ja? Aber das sollte man eben sich mal ein bisschen vorbereiten, was die für krude Gedanken drauf haben, die Jungs. Ja? Und leider haben die eine Macht. Ja? Und die haben sie immer noch. Und sie werden es auch noch eine Weile haben. Und wenn jetzt einer denkt, also ich meine, Thema Trump und so weiter. Ne? Ich meine, gut, er hat bestimmte Dinge gemacht. Also erstmal 3 Jahre hat es keinen Krieg gegeben. Oder 4 Jahre sogar. Außer kleinen Geplänkeln. Das war ja schon mal viel wert. Weil unter der Clinton wäre das schon, hätte schon gerappelt. Und unter Obama auch. Ja. Das war ja klar. Und jetzt die beiden Szenarien, da sieht man ja, wo es wieder hinläuft. Ne? Genau da in diese kriegstreiberischen Sachen. Und natürlich steckt die Rüstungslobby dahinter. Und jeder Präsident, der hat schwer zu kämpfen, die nicht zu befriedigen. Ne? Die brauchen Kriege. Ne? Die müssen Umsatz haben, die Jungs, weil sie immer noch nicht genug Geld haben. Ne? Und Macht. Naja, was soll's. Also da bereitet euch ja wirklich vor und wie gesagt, Geld also nicht bei der Bank lassen. Und wenn ihr jetzt noch eine Lebensversicherung habt und da ist ein bisschen Kohle drin, lasst sie euch auszahlen, bitte sehr. Weil auch die Versicherungen werden pleite gehen. Ja? Die haben jede Menge Geld ja auch gesteckt, jetzt auch in Liegenschaften und Häuser und was weiß ich. Im Moment ist das ja alles positiv. Die steigen jetzt ja die Preise. Ja? Ne? Vielleicht gelingt es denen ja auch, einige Sachen noch abzustoßen für einen günstigen Preis. Aber wenn jetzt die Arbeitslosigkeit erst um sich greift und die real wird, dann wird die Angst eintreten, dann werden auch jede Menge Leute ihre Häuser nicht mehr bezahlen können und dann werden also raketenartig die Häuserpreise nach unten stürzen. Und das wollen die ja auch, das haben die immer gemacht, also 1929, dass sie dann für den Apfel und Ei nicht nur die Häuser aufkaufen können, sondern Firmen, alles Mögliche, für wirklich ganz weniges Geld. Weil wenn du am Ende bist und keinen hast, der das kaufen will, ja dann geht der Preis nach unten bis ins Bodenlose. Im Moment steigt es noch an, aber warum? Nicht, weil es so prosperiert, sondern weil immer mehr Leute, die geldigen, sich sagen, ja, also die Scheinchen werden wir nicht mehr viel nützen, wir müssen jetzt irgendwie in Material gehen. Ne? Also entweder ja. Silber, Gold und sonst sowas. Ne? Oder eben in Grundstücke, Häuser und so weiter. Ne? Deswegen steigen jetzt die Preise auch nicht nur in den Cities an, sondern es geht schon in der Peripherie, in den ländlichen Gegenden. Wo es bisher ja noch eher so war, das wurde immer billiger, ne? Gegenüber der Stadt. Ne? So, also diese Dinge, da informiert euch mal. Da gibt es auch irgendwelche Vorträge, zu diesen Sachen, wenn ihr es so nicht glaubt. Ja. Gibt es auch gute Bücher darüber. Ja, also man kann nur mal so ein paar Tipps reinschmeißen. Agieren müsst ihr selber, Leute. Ne? Also da wird keiner kommen, der euch rettet. Ne? Also ne, gibt ja diesen Spruch, wer sich selbst hilft, dem hilft Gott. Ne? Oder so ähnlich. Ne? Ja. Also, tja. Ich bin auch also für Eigenverantwortung und man sollte, da bin ich vollkommen bei dir, aufs Schlimmste vorbereitet sein. Trotzdem positiv bleiben, jetzt nicht in die Panik verfallen, aber doch vorbereitet sein. Also, weil wir, absolut. Ich bin auch gerade dabei, ich habe nicht viel Geld, ja, aber mir halt im kleinen Rahmen und so Konserven kosten nicht viel, ja, dass ich mir halt immer wieder jetzt so meine Vorräte langsam zusammenlege. Und da, wo ich jetzt wohne, ist zum Glück das ist Dach. Und da sind überall Gitter und Sicherheitstür und ich habe das schon so eine kleine Festung, ja, so ein Gefechtsstand schon. Das klingt jetzt geil. Ist das Erdgeschoss oder weiter oben? Ganz oben, Dach. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Ne? Aber auch sonst kann man das tun. Also ich meine, das Haupteinfall, vielleicht können wir da mal eine Sendung zu machen. Das wird sonst jetzt frei. Ne? Aber das ist wirklich, ich habe da einiges gemacht, weil wir hatten 2 schwere Einbrüche, also mal ne, mit Leuten bis kurz vorm Schlafzimmer. Ne? Das ist doch nicht witzig um 1:30 nachts. Ne? Und so. Ne? Also meine Bude ist jetzt ganz gut gesichert, steht übrigens auf der Antifa-Seite auch drauf, Werner hat sein Haus zu einer Burg umgebaut. Also finde ich ja mal ganz nett, dass die Antifa mal sowas registriert. Ne? Antifa! Ja. Ich weiß ja auch gar nicht, wer diese Einbrüche veranstaltet hat. Ne? Ich meine, einmal haben sie hier ein Fenster eingeschmissen, also durch den Windhager anrein, Fenster eingeschmissen, alles durchwühlt hier. Fehlte gar nicht großartig viel. Beim zweiten Mal haben sie eine Stahltür aufgebrochen, ja, die noch mit 2 Ketten gesichert war, ja, und so weiter. Und ich habe es nicht gehört, ich saß dann mit dem Laptop im Bett und habe da noch was Kopfhörer auf. Hab dann zwischendurch was gehört und gedacht, was ist das wieder für ein scheiß Film mit Nebengeräuschen? Ja, scheiße, das waren die Geräusche von der Tür aufbrechen. Und das konnte man aber schlecht hören, weil wir eine ziemlich dicke Betondecke und es ne, war ein Außeneingang von der Tür unten, also quasi unterhalb des Erdniveaus. Ja, und dann irgendwann waren die drin. Ne? Und dann habe ich nochmal was gehört. Da habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich den Kopfhörer abgehört und dann ging das tappertapp auf der Treppe. Und ich gleich ums Bett rumgesaust. Ich habe also so eine dicke 400 Kubikzentimeter Sprayflasche mit Pfefferspray. Ne? Die geht 5-6 Meter weit. Das ist das, was die Polizei auch hat. Ne? Ja, könnt ihr uns auch beim Kopfverlag zum Beispiel bestellen. Ne? Ich glaube, die haben das noch drin. Also kostet rund 40 Euro. Ist zwar viel Geld, aber das ist wirklich eine wirksame Waffe. Ja?
Ne? Die kleinen Dinger sind auch gut zur Einzelverteidigung, auch wenn du mal mit mehr Leuten was zu tun hast oder auf Abstand, das ist schon nett. Ne? Ja, ich habe das Zeug ja auf einer Demo abbekommen, ja, von der Polizei. Ja, dann weißt du Bescheid, ja. Ne? Ja, ich kenne das, ja, das ist schon sehr wirksam, ja. Ja, das ist richtig. Also bist du mal 5 Minuten, hast du mal zu tun, ja. Ja, und ich meine, manche Frauen, das ist nur mal an die Frauen, ne? Leute, wenn einer dir, also als Frau da eine Wäsche will, ja, ich sag denen immer, Leute, sprüht das Ding leer, auch wenn du selber am Heulen bist. Also erstmal Luft anhalten, Augen zu, ja, spulen, da brauchst du nicht lange warten, die lassen die Finger von dir, ja. Aber selbst wenn du auf allen Vieren zusammen rumkriegst damit mit dem Typen, ja, der hat nicht mehr das vor, was er vorhatte, ja, das ist ganz klar, ne. Also weil manche sagen, ja, was soll das denn bringen? Das bringt's wirklich, ne? Ja. Also ich habe da wirklich Erfahrung mit. Also ich selber habe so ein Zeug offen abgekriegt. Und selbst so eine kleine Pulle, ja. Also da musst du ziemlich weit weg sein, damit du nicht da ganz schön am Keuchen bist. Ne? Nee, ich habe schon richtig diese 1,5-Liter-Ding da. Ne? Ja, 400 Kubik, ne? Naja. Ja, ja. Das genau, was. Aber zielgerichtet auf mich. Ja. Also das ist ganz, ganz wichtig, ne? Und das hat allein schon Drohpotenzial. Du brauchst manchmal sogar noch nicht mal abdrücken. Wenn die Leute das Ding sehen und es kennen, dann haben die auch schon keine Lust mehr. Ja, aber ich war nicht einmal radikal. Ich bin sofort drin gestanden. Ja? Und dann haben die halt bei einer Demo immerhin so Stoßtrupps sich ein paar Leute geholt, die eigentlich gar nichts gemacht haben. Ja? Die haben teilweise nur gestreamt oder gefilmt. Das hat sich mir nicht erschlossen, warum da jetzt teilweise die im Stoßtrupps diese Leute. Und dann bin ich einmal bei so einer Stoßtrupp-Aktion zu Fall gekommen, weil ich so vor ihnen gestanden bin, in der ersten Reihe. Ja. Ja, dann bin ich mich so umgeworfen quasi und dann hat einer noch so auf mich so absichtlich, ja, ich bin am Boden gelegen, noch genau auf mich so. Aber typisch, das ist richtig typisch. Ne? Der Schwache, der sich eh nicht wehren kann, der wird dann nochmal beglückt, ja. Und man muss allerdings sagen, ich habe also vorwiegend positive Sachen erlebt. Ich bin ja öfter abgeführt worden da, ne? Also wenn wir diese Aktion gemacht haben. Wir haben zum Beispiel mal gut, ich will jetzt nicht zu viel Schoten erzählen, also das vielleicht noch ganz kurz. Wir haben das NATO-Hauptquartier mal mit 220 Leuten umzingelt, ja. Und haben da überall so Transparente rumgehängt mit lauter Bomben. Ne? Und da sind wir dann hingefahren, also mit so geschlossenen Kastenwagen und einem Bus, so wie ein Touristenbus, Türen auf, alle gleichzeitig rausgeströmt und die waren total überrascht. Ja. Okay, und ja, was wollte ich mir jetzt sagen? Ja, gut, da hat man natürlich auch sowas genossen, ist ja klar. Nicht? Aber an sich war das schon eine gute Aktion. Aber dann im Mannschaftswagen, wo sie uns dann abgefahren haben, ne, da haben die Polizisten haben gesagt, das finden wir eigentlich gar nicht so schlecht, was sie da macht. Ne? Das ist ja unser Job und so. Das, ja, ne? Und da waren komischerweise am meisten am Knüppeln waren da frustrierte Frauen, ne? Also Polizistinnen. Ne? Ja, die haben da auch so Kampflesben. Entschuldigung, nichts gegen Lesben, ja, aber mittlerweile haben wir auch da ein paar so Polizistinnen. Die sind mit Kurzhaarschnitt und die sind echt schlimmer als die Typen teilweise. Ja. Nicht alle natürlich. Ich kenne die ja. Ich kenne die in Wien ja schon. Ja, und da gibt es eine ganz spezielle, die ist immer dabei, wenn es irgendwo rappelt. Da ist die mittendrin schon nur dabei. Die ist 1,70, aber blond, Kurzhaarschnitt. Ja, so noch so wie der Vanilla Ice, so einrasierte Streifen. Ja. So richtig so auf kriegerisch, ja, martialisch. Das ist der Traumberuf für die. Ja, die will es nicht mehr auszeigen. Die will es also wirklich wissen. Das habe ich auch erlebt bei den Grünen, die Männerhasser. Ne? Also Wahnsinn, wie die drauf waren. Ne? Also das glaubt man gar nicht. Also, naja, was soll's. Erzähl mal anders mal. Also, ich kann ja extra mal einen Beitrag machen dazu. Ja gut, sind wir soweit durch, ne? Wir sind soweit durch. Ich schneide das nochmal, damit jetzt jeder auch verstanden hat, dass jetzt ist es also gut, die haben wir das live gestreamt. Ich habe es als Skype-Gespräch im Splitscreen-Format aufgenommen und ich werde das jetzt dann spätestens morgen zusammenstückeln und dann habt ihr ein hochwertiges Video, wo der Ton passt, wo das Bild passt, Werner und ich gleich nebeneinander mit ein paar Bildüberblendungen und das Ganze gibt es dann beim Werner am Telegram-Kanal. Und halt auch bei mir auf YouTube mal schauen, ob YouTube das zulässt, wenn man über. Ja, pass auf. Hast du schon eine Abmahnung oder zwei? Ja, aber das ist schon so wurscht. Ja. Naja, aber ich meine gleichzeitig. Also ich passe dann immer ab der zweiten ein bisschen auf, ne, bis der eine wieder löscht. Ja. Auf dem Kanal habe ich noch keine, aber auf dem anderen, also, ja. Okay. Ja. Lieber Werner, ich danke dir
Und ich würde sagen, jetzt werden wir es nicht mehr ein halbes Jahr brauchen bis zur nächsten Sendung, sondern wir werden uns in Bälde wieder hören. Ja, okay. Würde mich freuen. Ja gut, dann grüße ich nochmal die Zuschauer oder Zuhörer, ja, die durchgehalten haben bei dem Horror. Ich hoffe, ja, es haben ein paar ausgehalten. Ja, aber wie gesagt, interessant, ich habe mich da jetzt auch ein bisschen zurückgenommen, weil, wie gesagt, das ist einfach wunderbar, wenn jemand da, du bist da wirklich tief drinnen, ich meine, ich könnte auch einiges dazu sagen, aber das passt schon so, das hat halt gepasst, und wenn wir dann über den Ersten Weltkrieg reden, da werde ich mich dann ein bisschen mehr einbringen, da kann ich viel über Österreich, über die ganze Belgrad-Schwarze Hand-Connection und so, okay, über die französische Verschwörung, was ja, Napoleon den Dritten angeht und so, das können wir dann beim nächsten Mal gerne besprechen. Ja, ja, gut. Ja, aber liebe, ja, Leute, bleibt trotzdem jetzt, trotz dieser dystophoben Horror-Aussichten, bleibt in der Liebe, bleibt aber kritisch, ja, vorbereitet. Und ja, lasst euch weiterhin nicht verarschen. Das, ja, ist richtig. Kann ich vollkommen bestätigen. Die Liebe ist die stärkste Kraft. Ich sage immer so scherzhaft, ich sage, wir müssen sie versuchen, kaputt zu lieben. Ne? Richtig. Also nicht kaputt jetzt materialistisch, sondern dass sie ihre kaputten Gedanken dann quasi auflösen können. Ja? Richtig. Ne? So funktioniert es. Ne? Und also Hass und so bringt nichts. Ja? Yes. Und ja, Gewalt auch schon gar nicht. Klar, Notwehr ist legitim, ganz klar, ja, also man muss sich jetzt nicht abschlachten lassen, das ist ja wohl klar, und da hört der Spaß dann auf irgendwo. Ja, gut, dann schauen wir mal. Da ein bisschen Bälle, danke an den Chat für die Geduld, wie gesagt, morgen kommt das Video in guter Qualität, und Werner, dir auch, bis bald, und liebe, ja, Grüße an deine Frau und deine Liebsten. Bisschen, ja, Bälle. Okay. Dann, ciao.